Ja, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine Damen, meine Herren, ein herzliches Grüß Gott hier im Fraktionssitzungssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich darf Sie sehr herzlich heute zum 7. Energiedialog in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen. Heute haben wir wieder mal einen neuen Besucherrekord, über 400 Anmeldungen. Ich freue mich, dass wir wieder einmal mit unserer Veranstaltungsreihe so eine tolle, positive Resonanz bekommen haben. Ihnen allen herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Diese breite Anmeldezahl zeigt auch, dass wir zum richtigen Zeit mit dem richtigen Thema mal da aufgeschlagen haben, wo war die Energiewende. Wir wollen uns heute mal fragen, wie geht es weiter mit der Energiewende, was sind die nächsten Schritte, wo sind die richtigen und wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Und ich freue mich sehr, dass wir zu heute Gäste haben, die aus den unterschiedlichsten Bereichen aus ganz Deutschland zu uns gekommen sind, die in ihrem Teilbereich, in ihrem Bereich Wichtiges sicherlich beizutragen haben. Und ich freue mich, dass wir zwei starke Blöcke, Themenblöcke heute Nachmittag vor uns haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir den Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen, Herr Stanislaw Tillich, als Ersten hören werden. Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute da sind. Herr Tillich deckt in seinem Freistaat quasi die komplette Energiepolitik ab, angefangen von der Braunkohle, die es immer noch gibt, die immer noch einen sehr starken Wertschöpfung hat, nicht nur in seinem Land, sondern in ganz Deutschland, aber auch mit Solarenergie, PV. Auch das ist etwas, was für den Freistaat Sachsen, glaube ich, einzigartig fast schon ist in Deutschland. Auch das ist etwas, was für Sachsen sicherlich Zukunft heißt. Und ich denke, diese Bandbreite wird sich dann nachher auch in seinem Vortrag widerspiegeln. Wir freuen uns sehr darauf. Einen weiteren Ehrengast haben wir im Nachgang, Herr Dr. Peter Alexander Wacker, früherer Vorstandsvorsitzender und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Wacker Chemie AG. Ihnen ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie auch bei uns sind. Auch ihn haben wir ganz bewusst eingeladen, weil er auch sozusagen Chancen und Herausforderungen der Energiewende in seinem Unternehmen vereint. Einerseits als einer der ersten Energieverbraucher in Deutschland. Ich habe gelesen, 0,8% des gesamten deutschen Energieverbrauchs geht auf sein Konto sozusagen. Er ist aber nicht jemand, der eine große Energierechnung hat, sondern auch viele Chancen in Energiewende sieht. Er ist einer der größten Siliziumhersteller der Welt und deshalb investiert er auch sehr viel in erneuerbare Energie. Und deshalb sind wir auch gespannt, welche Chancen und Herausforderungen er für die Energiewende der nächsten Jahre für Deutschland sieht. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir werden noch weitere Gäste haben im zweiten Teil unserer Veranstaltung, die teilweise schon da sind. Ich freue mich sehr, dass Herr Präsident Hohmann bereits unter uns ist, Präsident der Netzagentur, auch Ihnen herzliches Willkommen. Genauso wie Herr Dr. Falk, Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energien, auch sind schon da. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Und ich freue mich dann auf eine sicherlich spannende Diskussion, gemeinsam mit unserem Staatssekretär Barkem aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gemeinsam mit der Hauptgeschäftsführerin Katharina Reiche vom VKU und der Hauptgeschäftsführerin des BDW, Hildegard Müller, die noch nachher zu uns kommen werden. Versiert und wie immer mit viel Fachkompetenz wird Klaus Stratmann vom Handelsblatt durch die Diskussion nachher leiten. Auch Ihnen, Herr Stratmann, schön, dass Sie da sind und sich bereit erklärt haben, heute Nachmittag die Diskussion zu leiten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Thematik Quo Vadis, Energiewende, habe ich schon beschrieben. Wir sind 5 Jahre nach dem Energiekonzept, fast genau 5 Jahre, haben wir jetzt das Energiekonzept auf dem Tisch liegen, die immer noch Grundlage ist für die Energiegesetzgebung, die wir derzeit haben. Damals haben wir die Ziele definiert, noch vor Fukushima, die noch heute gelten und die immer noch Grundlage unserer Energiepolitik ist. Seitdem ist viel passiert. Wir haben einiges schon gemeinsam eine Wegstrecke hinter uns gebracht. Manche Ziele wurden übererfüllt, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir wesentlich schneller vorangekommen als gedacht. Wir haben letztes Jahr 27% am Strom aus erneuerbaren Energien. Und wenn man die Zahlen, die aktuellen sieht, dann haben wir fast jetzt schon 33%, also ein Drittel unserer Stromversorgung basiert auf erneuerbaren Energien. Das ist etwas, was sicherlich vor 5 oder 10 Jahren niemand gedacht hat. Da sind wir wesentlich schneller als gedacht. Genauso aber auch mit den Kosten, auch die sind enorm nach oben gestiegen. Wir haben derzeit ca. 26 bis 27 Milliarden Euro an EEG-Umlage.
wenn man mal sieht, wie es die nächsten Jahre weitergeht, dann gibt es ja diese Mittelfristprognose der Übertragungsnetzbetreiber und die geht davon aus, dass wir noch einmal bis zu in der Höchstprognose 37 Milliarden Euro dann 2020 an EEG-Umlage haben werden. Eine Zahl, die uns auch, sage ich mal, mahnen sollte, dass wir nicht zu viel im Bereich des EEGs übers Ziel hinausschießen sollten, sondern dass wir auch die Kostenbremse drücken müssen und schauen sollten, dass die erneuerbaren Energien auch weiterhin noch im Kostenrahmen bleiben und die Wirtschaftlichkeit nicht ganz aus dem Auge verloren wird. Wir haben deshalb, weil wir schon die letzten Jahre gemerkt haben, dass es in manchen Bereichen übers Ziel hinausgeht, Kurskorrekturen vorgenommen und haben wichtige Gesetzgebungen auch entsprechend vorgenommen. In manchen Bereichen sind wir noch langsamer als gedacht, da geht es nicht so schnell voran. Beispielsweise im Bereich des Netzausbaus sind wir noch etwas hinterher. Lieber Hohmann, ich erinnere mich noch gut an unsere Zeit vor 5 Jahren, wo wir den NABIC auf den Weg gebracht haben. Damals in Anhörung haben wir uns gedacht, dass wir in 5 bis 6 Jahren fertig sein könnten mit den NABIC-Projekten. Leider sind wir noch nicht so weit. Im Gegenteil, wir haben beim NLAG noch eine Stufe zuvor erst 25% erreicht und sind bei den NABIC-Projekten noch weit hinterher. Aber ich hoffe, dass wir auch hier mit den jetzt vorliegenden Gesetzen etwas beschleunigen können, auch mehr Akzeptanz vor Ort bekommen, sodass die wichtigen Netze auch gebaut werden können. Ein weiteres Projekt, wo wir noch wesentlich in der Zeitschiene noch zu langsam sind, ist das Thema Smart Meter, digitale Energiewende. Auch hier haben wir schon vor 3 oder 4 Jahren gedacht, dass wir die Umsetzung vorantreiben können. Auch da haben wir noch etwas mehr Zeit gebraucht als gedacht. Viele Unternehmen stehen hier in den Startlöchern und ich hoffe, dass wir auch hier die nächsten Monate den Rechtsrahmen setzen können, dass es auch hier schneller vorangeht. Ein weiterer Bereich ist der Wärmesektor. Auch hier sind wir mit den Zielen noch weit hinterher. Auch da müssen wir in den nächsten Monaten nochmal beschleunigen. Meine Damen, meine Herren, wir stehen heute sicherlich vor der größten Weichenstellung in der Energiepolitik überhaupt. Wir haben die letzten 5 Jahre vieles gemacht, aber wir werden jetzt die nächsten Monate noch einmal über 8 Gesetzespakete mit auf den Weg bringen. 8 große Pakete und weitere kleine Pakete. Das heißt, wir stehen wirklich vor einer ganz, ganz großen Weichenstellung. Und mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam vor dieser Weichenstellung mit Ihnen ins Gespräch kommen, mit Ihnen diskutieren und Ihre Themen mit aufnehmen können. Wir werden beispielsweise im Bereich des Strommarktdesigns vor einer ganz grundsätzlichen Rahmensetzung stehen, die dann für den Bereich Versorgungssicherheit und den konventionellen Kraftwerkspark steht. Wir werden die Themen Netzreserve, Kapazitätsreserve, Klimareserve intensiv diskutieren. Und mir ist es da wichtig, auch das vielleicht nochmal als Signal hier in die Veranstaltung hinein, dass wir nicht zu viel Markt eindämmen, sodass wir mehr Markt möglich machen, dass wir nicht zu viel Bereich Regulierung vorantreiben. Und mir macht es ehrlich gesagt Sorge, dass wir über 20% der Jahreshöchstlast in wenigen Jahren in der Reserve haben sollen. Das schränkt für mich den Markt zu sehr ein. Und deshalb werden wir auch in der kommenden Gesetzgebung in den nächsten Wochen sehr stark darauf aufpassen, dass diese Reserve nicht überschießt, sondern dass wir hier auch wieder eindämmen und auf mehr Markt zurückkommen können. Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung ein zweites Großgesetzgebungspaket, das uns die nächsten Tage schon ins Haus steht, bin ich mit den jetzigen Vorlagen des Kabinetts nicht zufrieden. Auch das möchte ich hier ganz offen in die Runde hinein sagen. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass KWK eine wichtige Säule der Energiewende sein muss, auch in den nächsten Jahren. Wir möchten den Bestand sichern, möchten aber auch den weiteren Ausbau möglich machen. Auch das ist etwas, was Grundlage sein muss für die kommende Gesetzgebung. Und es ist nicht nur die KWK in der Hand der Stadtwerke wichtig, sondern auch die KWK in der Hand der Industrie und die industrielle KWK. Und auch hier werden wir schauen, dass wir ein technologieoffenes Konzept anbieten können, die dann auch einen Ausbau in allen Bereichen, auch bei allen Technologien, zukünftig möglich macht. Ein weiterer großer Schritt, der noch etwas Zeit braucht, der wahrscheinlich erst zum Anfang nächsten Jahres dann Stück für Stück vorangehen wird, ist die EEG-Novelle. Auch hier gibt es große Erwartungen. Wir wollen den Umstieg schaffen hin zur Ausschreibung. Das heißt, einen zielgenauen Ausbau in den nächsten Jahren als Grundlage sehen, der aber nicht auf einer staatlichen, auf einer politischen Preisfestsetzung aufbaut, sondern der auch hier mehr Markt, mehr Wettbewerb innerhalb der Preisfestsetzung als Grundlage hat. Und das sehe ich dann auch als wichtige Bestandteil, nicht nur im Bereich von Wind und Sonnenenergie, sondern auch im Bereich von Biomasse, Wasserkraft und vielleicht auch anderen Energieträgern für den weiteren Ausbau.
auch hier haben wir noch etliches an Gesprächsbedarf mit den Konzepten, die bisher vorgelegt worden sind von unserer Bundesregierung. Der vierte Bereich, Energieleitungsausbaugesetz, ist schon relativ weit vorangeschritten. Hier haben wir ja schon die Anhörung im Deutschen Bundestag hinter uns. Hier liegt der Augenmerk auf das Thema Akzeptanz und schnellen Ausbau vor Ort. Hier haben wir ja die grundsätzliche Festlegung auf die Erdverkabelung im Bereich von HGÜ und auf einige Pilotprojekte im Bereich von Wechselstrom. Auch hier glaube ich, dass wir relativ schnell zur Lösung kommen werden. Wie gesagt, hier sind wir schon relativ weit vorangeschritten. Und nächster Punkt, der uns noch beschäftigen wird in den nächsten Tagen, ist das Thema Digitalisierung der Energiewende. Wie schon angesprochen, hier ist der Einstieg in ein intelligenter Verbrauch unser Maßstab für das Handeln der nächsten Jahre, immer unter dem Anspruch der höchsten Anforderung an ein Kosten-Nutzen-Konzept, das auch tragfähig ist, das die Kosten nicht ganz aus dem Auge verliert und natürlich an die höchste Datensicherheit. Auch das ist daher für die Gesetzgebung und für diejenigen, die es anwenden, dann auch oberste Priorität. Wir haben nur noch kleinere Themen wie das Nachhaftungsgesetz, die Konzessionsvergabe, § 46 und dann natürlich im Dezember diesen Jahres die Klimakonferenz in Paris. Auch die werden natürlich in besonderer Weise in die energiepolitischen Entscheidungen mit einfließen. Auch das wird sicherlich etwas sein, was heute Thema wird. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben ein ganz großer, breiter Strauß an Themen auf dem Tisch. Wir haben viele Punkte, die wir gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren, besprechen. Ich freue mich auf einen spannenden Nachmittag, auf viele Impulse, die Sie uns auch mitgeben, auf sicherlich fruchtreiche Diskussionen, auch für die Abgeordneten, die heute auch zahlreich erschienen sind. Auch euch nochmal ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich jetzt auf einen sicherlich interessanten Vortrag von unserem Ministerpräsident Stanislav Tillich. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Bareis. Sehr geehrter Herr Wacker-Stadtmann, verehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete. Vielen Dank, Herr Bareis, dass Sie noch mal in Erinnerung gerufen haben, dass wir was anderes auch haben, außer der alltäglichen Flüchtlingskrise und dem Thema, was uns in den allgemeinen Bann zieht. Die Energiewende spielt mittlerweile seit mehreren Jahren in Deutschland eine nicht ungewichtige Rolle. Und deswegen erlaube ich mir noch mal vielleicht am Anfang noch mal in Erinnerung zu rufen, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet das für uns als Bundesrepublik Deutschland und natürlich auch für die 16 Bundesländer, weil ich gerade in den letzten Tagen einige Auslandsreisen sowohl nach Italien wie nach Frankreich habe vornehmen können und deswegen das noch mal einordnen möchte. Also Deutschland ist und bleibt gegenwärtig die größte Industrienation Europas in der Europäischen Union. Und wir als zweite These können heute feststellen, dass Deutschland selbst in der Lage ist, aus Gas, aber auch aus Braunkohle, aus eigenen Vorkommen und den geringeren Teil aus alternativen, grundlastfähigen Energien, hier namentlich die Wasserkraft und Biogas, den eigenen Energiebedarf zum Teil zu decken. Heute ist zur Deckung des Gesamtenergiebedarfs Deutschland schon angewiesen auf nicht unerhebliche Energieimporte. Und ich gehe davon aus, dass in den Jahren 2022, 2023 dann diese Energieimporte weiter steigen werden, im Zuge auch der Stilllegung der Kernkraftkapazitäten in der Bundesrepublik Deutschland. In den vergangenen Jahren, aber auch zukünftig, erleben wir gleichzeitig einen sehr dynamischen Zubau bei alternativen Energien, insbesondere gegenwärtig beim Wind, und stellen aber gleichzeitig fest, ähnlich wie bei der Photovoltaik, tritt zumindest die erwartete Wertschöpfung in der Bundesrepublik Deutschland selbst nicht in dem Maße ein, wie sie letztendlich in den anderen Bereichen reduziert wird. Das heißt also, wir haben hier, wenn ich den Netzausbau mal ausblende, zumindest festzustellen, dass es bei der Aufwiegung, die vor allem durch andere politische Parteien und Interessengruppen immer wieder vorgenommen worden ist, dass der Ausbau erneuerbarer Energien zu einem großen Beschäftigungsmotor wird und dass die konventionellen Energien dabei eher hinderlich sind. Diese zumindest Vermutung oder Prognose stellt sich in dem Maße nicht ein. Als sechste These lassen Sie mich ganz einfach feststellen, dass deutsche Energiepreise heute mit Dänemark in Europa nicht nur Spitze sind, sondern weltweit auch. Wenn wir heute in Sachsen über Investitionen sprechen und mit ausländischen Märkten messen, und das müssen wir des Öfteren, weil Investoren Gott sei Dank immer noch bei uns auch anklopfen, stellen wir immer wieder fest, es ist nicht mehr die Arbeitskraft, die teuer ist, sondern eher
ist sie entweder vorhanden oder nicht. Aber das Zweite, was immer wieder angesprochen wird seitens der Investoren, sind die hohen Energiepreise. Und die sind in der Tat im Vergleich zwischen Deutschland und den anderen Weltmärkten mittlerweile in einem dramatischen Ausmaß auseinandergelaufen. Man kann sich das, wenn man das will, immer wieder auch auf der Strombörse in Leipzig auch vor Augen führen. Siebte These, gleichzeitig aber, trotzdem wir im Prinzip steigende Energiepreise haben, produzieren wir so viel Strom wie selten zuvor. Und das tun wir auch noch unter dem, und das ist aus meiner Sicht wichtig, unter dem Gesichtspunkt, dass wir uns heute die Frage stellen müssen, das hätte ich gleich eigentlich am Anfang machen müssen, jede Entscheidung, die wir heute energiepolitisch treffen, hat mindestens eine Wirkungsdauer von 30, vielleicht sogar 35, 40 Jahren, zumindest für die Investitionstätigkeit von Energieunternehmen in jedem Fall. Das hat nichts damit zu tun, dass vielleicht ein privater Investor, wenn er seine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, über 15 oder 10 oder 20 Jahre nachdenkt, solange halt die Einspeisevergütung gesichert ist, sondern in der Regel werden Energieanlagen für längere Zeiträume investiert. Und natürlich sind dann die notwendigen Abschreibungen einschließlich der erwünschten und erhofften auch Erträge natürlich auch auf diese Zeiträume auch prognostiziert und auch berechnet. Also das heißt, wir produzieren heute mehr Strom denn je und gleichzeitig wissen wir, dass der Strom, das ist eine kleine Präzisierung dessen, was Sie, Herr Bareis, gesagt haben, wir produzieren zwar immer mehr, aber er ist auch nicht trotzdem immer noch nicht immer verfügbar. Also um es mal, die Bundestagskollegen kennen wahrscheinlich den Satz des sächsischen Bundestagsabgeordneten Arnold Fatz, auch in 2050 wird 0 mal 0 gleich 0 sein. Also das heißt, wenn die Sonne nicht scheint, wird aus Sonne kein Strom produziert. Und wenn kein Wind weht, wird auch kein Strom produziert. Und in dem Sinne muss man sich schon auch mit den Realitäten befassen. Und die Realität ist heute nach wie vor diejenige, dass es an mehreren Tagen deutschlandweit, nicht bestimmten Gebieten, sondern deutschlandweit, eben keinen Wind oder keinen Photovoltaikstrom in den Zeiten gibt, wo dieser verwendet oder gebraucht wird. Und dementsprechend bedarf es auch noch zusätzlicher Kapazitäten, die dann in diese Lücke einspringen. Und deswegen finde ich das immer interessant, wenn man versucht, auch in der gegenwärtigen Diskussion immer wieder zu sagen, dass zum Beispiel der Braunkohlestrom dran schuld ist, dass so viel Strom exportiert wird. Ich stelle dann immer fest, dass es seit 1 Million Jahren die Braunkohle schon in der Erde gibt und seit 200 oder 250 Jahren wird versucht, die Braunkohle zu verstromen oder zumindest energetisch zu nutzen. Habe aber deswegen auch jetzt hinzulernen dürfen, dass sie doch zu den neueren oder Energieformen zählt und deswegen den Markt jetzt, wie man so schön sagt, durcheinander bringt und Wind und Sonne schon viel, viel länger da waren, das weiß ich wohl zu schätzen. Aber dass sie energiepolitisch so genutzt worden sind, wie das gegenwärtig der Fall ist, ist, glaube ich, eine neuere Entwicklung. Deswegen will ich nochmals sagen, also dieses Aufrechnen der beiden Situationen ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Was aber richtig ist, ist, dass es heute den großen konventionellen Energieerzeugungsanlagen und Betreibern letztendlich, wenn es dazu kommt, dass mehr Strom im Markt ist, als er gebraucht wird, es zu hohen Dispatchkosten kommt. Das heißt also zusätzliche Kosten, die auf die Unternehmen den Unternehmen anfallen und natürlich auch auf den Strompreis umgerechnet werden. Und das Gleiche gilt zum Beispiel insbesondere für uns in den Regionen, also das heißt auch Sachsen, aber vor allem auch die ostdeutschen Bundesländer, in den Regionen, wo heute über den eigenen Energiebedarf hinaus, nicht nur aus konventioneller Energie, sondern aus erneuerbarer Energie, auch Elektroenergie produziert wird. Also das Stichwort sind vermiedene Netzentgelte, die natürlich in einem Maße auch bei anfallen und letztendlich durch die Kunden zu bezahlen sind. Nur an dieser Stelle, mal damit wir wissen, worüber wir sprechen, die vermiedenen Netzentgelte treiben die Kosten erheblich nach oben, vor allem im Osten Deutschlands, und sie liegen bis zu 60% auseinander zwischen dem, was zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg an vermiedenen Netzentgelten bezahlt wird und zum Beispiel günstigeren Bereichen wie in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern oder Hessen. Und das führt natürlich dann wiederum in den Regionen, von denen ich gerade gesprochen habe, natürlich auch zu einer Zurückhaltung der Investoren,
nicht nur in energieintensive Bereiche, aber auch in diesen Bereichen. Aber insgesamt sagte ich ja vorhin, Energiekosten spielen eine grundsätzliche Rolle. Und wenn ich Ihnen ganz einfach als sächsischer Ministerpräsident sagen darf, wir sind stolz darauf, dass wir eine sehr moderne und auch gut aufgestellte und in Europa nahezu einzigartige Halbleiterindustrie haben. Dort sind die Kostenunterschiede zwischen Deutschland und China 45% und zwischen Deutschland und den USA über 60%. Das heißt also, wenn neue Investitionen getätigt werden, unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich Ihnen sagen zu können, ohne dass Sie da groß nachdenken müssen, dass die Entscheidung schon relativ schnell gefallen ist. Aber, neunte These, überlagert wird dieses alles, diese Situation natürlich auch nochmal durch die klimapolitischen Ziele, die sich die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland und wir alle selbst, also das heißt auch die Länder, gestellt haben, nämlich zur Reduzierung des CO2. Schaut man sich nun die tatsächlichen Zahlen an, wie die Erfolge der CO2-Reduktion seit 1990 bis zum heutigen Zeitpunkt waren, dann wird man eines zumindest feststellen, dass es in den Jahren 1990 bis 2010 eine erhebliche Einsparung auch an CO2 gegeben hat. Gleichzeitig wird man feststellen, dass die Reduktion zwischen 2010 und 2015 relativ dürftig ausgefallen ist. Wenn man sich nach der Antwort bemüht, wird man wiederum feststellen, dass es die Deindustrialisierung Ostdeutschlands war, die diese durch ihre großen Sprünge in den ersten 20 Jahren bewirkt haben, aber dass gleichzeitig die Schrittfolge der letzten 5 Jahre eher sehr gering ist und deswegen auch das ambitionierte Ziel bis zum Jahre 2020 sehr ambitioniert erscheinen lassen. Und deswegen ist natürlich dann wiederum die Antwort darauf, die jetzt das zuständige Bundeswirtschaftsministerium in einer Form gefunden hat, nämlich durch, ich bezeichne das ganz einfach mal als willkürlichen Eingriff im Prinzip in die wirtschaftliche Tätigkeit von Energieerzeugungsunternehmen. Was aber viel schlimmer ist, ist nicht allein dieser willkürliche Eingriff und mit Kapazitätsreserven, Herr Bahrer, Sie sind darauf eingegangen, sondern viel schlimmer ist nach der Situation, die wir vor reichlich 3-4 Jahren gehabt haben, damals, wo innerhalb eines halben Jahres zweimal die Einspeisevergütung der Photovoltaik geändert worden ist, ist das, dass das, was jetzt diese Entscheidung des letzten Jahres anbetrifft und die Diskussion darüber und jetzt mit der Europäischen Union, natürlich zu einer wesentlich höheren Investitionsunsicherheit in Deutschland führt. Und ich kann Ihnen eine leidige Geschichte erzählen, wie interessant das dann ist, wenn es darum geht, jetzt einen Nachfolger für Vattenfall zu finden. Die erste Frage ist, wenn ich was kaufe, will ich wissen, ob ich meine Rendite auch erwirtschafte oder ob ich in 5 Jahren im Prinzip vor ganz andere Tatsachen gestellt werde als gegenwärtig. Aber das bedeutet ja nicht nur für die Energiewirtschaft höhere Unsicherheit. Das geht nicht nur für, das gilt nicht nur für Wacker so, sondern für Chemieunternehmen, für Maschinenbau, für Anlagenbau. Ja, selbst heute, wenn man gelegentlich so in einer Rede an einem Sonntag sagt, also die Stadt Frankfurt am Main und ihr Flughafen und vor allem der Großrechner des Flughafens verbraucht ja mittlerweile so viel Strom wie die ganze Stadt Gießen. Das heißt also, wir reden manchmal so salopp über energieintensive Unternehmen, haben immer die Aluminiumschmelzen vor den Augen. Nein, das sind mittlerweile Großrechenzentren, die sich natürlich auch die Frage stellen, wo gibt es denn den billigsten Strom? Und wenn man über den billigsten Strom und den Standort von Rechenzentren reden und dann gleichzeitig wieder über Datensicherheit diskutieren, über sogenannte Data Spaces diskutieren, müssen wir uns immer die Frage stellen, dass das vielleicht auch miteinander zusammenhängt. Und deswegen natürlich steigende Energiepreise allein nicht nur für, ich sage jetzt mal ganz bewusst, für die Aluminiumindustrie von Bedeutung sind. Komme ich zum 12. zu Schlussfolgerungen. Was müssen wir tun? Also das eine, ich finde es interessant, wenn man mal ins europäische Ausland sich begibt und feststellt, dass zum Beispiel gerade die Tschechische Republik, aber auch zum Beispiel Spanien energisch gegengesteuert haben. Also wer sich mal in Spanien bewegt hat, weiß, dass die Spanier nicht nur viel Photovoltaik, sondern auch viel Wind haben. Und sie haben im Prinzip ihr erneuerbares Energiengesetz zumindest so weit korrigiert, dass sie aus meiner Sicht in der Lage sind, effektiv auch gegenzusteuern. Ähnliches gilt für die Tschechische Republik. Das Zweite ist, wofür ich natürlich plädiere, sonst wäre ich nicht sächsischer Ministerpräsident, ist die Nutzung der eigenen Energieressourcen. Das heißt also auch der heimischen Braunkohle, weil sie die Wertschöpfung natürlich im Land lässt. Und gleichzeitig uns,
was die Importabhängigkeit anbetrifft, zumindest etwas unabhängiger macht. Und drittens, ich bin der persönlichen Überzeugung, also ich weiß nicht, ob uns jemals interessiert hat, unter welchen Bedingungen in Sibirien Erdgas gewonnen wird. Also umweltpolitisch. Uns interessiert nur, unter welchen Bedingungen die Braunkohle in Deutschland gefördert wird. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Rekultivierungsmaßnahmen finden auf einem extrem hohen Niveau statt und kosten dementsprechend auch viel Geld. Wenn ich mich dann aber mit den Leuten aus der Petersburger Bergbauuniversität treffe und die mir sagen, ihr größtes Problem bei der Gasgewinnung in Russland ist die hohen Verluste, und ich eine Zahl höre, wo ich dreimal nachfrage, ob die tatsächlich stimmt, dass von den 470 Milliarden Kubikmeter Gas, die in 2013 Russland gefördert hat, 110 Milliarden Kubikmeter Gas einfach irgendwo entweichen in die Atmosphäre, dann ist das, glaube ich, nicht ganz vernachlässigbar. Das ist nahezu ein Drittel, welches einfach weg ist. Man könnte sagen, sind entgangene Deviseneinnahmen für die Russen. Aber es ist, glaube ich, auch ein Hinweis darauf, dass die Bedingungen, zu denen Gas gefördert wird vor Ort, nicht die optimalen sind und wir im deutsch-russischen Rohstoffdialog mit den Russen darüber diskutieren, ob wir in der Lage sind, den Anlagen zu liefern, damit sie die Ausbeute verbessern können und die Verluste auf den Wege von Russland nach Europa reduziert werden können. Also das heißt, eigene Ressourcen zu nutzen, ist, glaube ich, etwas. Dann ist natürlich die nächste Forderung aus meiner Sicht, wir müssen den Ausbau mit Augenmaß und unter Wettbewerbsbedingungen letztendlich auch durchführen. Und da komme ich zu einer Forderung, die Sie wahrscheinlich nicht erschrecken wird, wenn ich sage, ich wünsche mir natürlich die sofortige Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte, um hier wieder Wettbewerbsgleichheit herzustellen für alle ungesteuert einspeisenden Wind- und PV-Anlagen, weil damit letztendlich auch ein Stück Wettbewerbsgerechtigkeit auch wiederhergestellt würde. Und ich wünsche mir natürlich auch die Harmonisierung der Netzentgelte insgesamt, also deutschlandweit. Und ich bin etwas skeptisch, was den Ausbau, ich sage jetzt mal, der großen Übertragungsnetze und deren Verkabelung anbetrifft, aber deren Erdverkabelung anbetrifft, wenn es schon mal nicht über Luft geht, dass also alles, was erdverkabelt wird, ich also kenne zumindest den Straßenbau und manchen anderen Pipelinebau, das läuft alles auch nicht so irgendwie geschmiert, wie man sich das vorstellt, dass das jetzt bei den Netzen etwas besser laufen soll und dass das das Lösungs- oder dass das die Krönungslösung ist, das zweifle ich. Aber ich will trotzdem nicht negativ sein, sondern ich sage nur, ob der richtige Weg ist, jetzt von da nach da umzuschwenken, vermag ich nicht abschließend zu beurteilen. Ich sage nur, ich glaube, dass es nicht einfacher wird, ob in der Luft oder unterirdisch. Aber die Kosten sind natürlich erheblich unterschiedlich. So, und dann komme ich zu den letzten Fragen, die sich also für mich nochmal, oder zur letzten These, die ich nochmal ansprechen möchte. Und die will ich ganz, ganz offen und ein bisschen provokativ auch in die Runde als These stellen, weil ich war gerade letzte Woche in Italien und habe mir wieder anhören dürfen, dass die Italiener 50% Jugendarbeitslosigkeit im Süden haben. Und ich kenne mittlerweile viele sächsische Unternehmen, die Italiener beschäftigen. Aber die stellen alle miteinander fest, dass die Italiener, die zu uns kommen, alle studiert haben. Und nun, daraus ergibt sich für mich eine komische Konnexität. Sie haben studiert und sind trotzdem arbeitslos. Und jetzt kommt meine Konnexität, die etwas gewagt ist. Wir haben im Prinzip eine Situation nach 1990 erlebt, einen Transformationsprozess, der viele Menschen in die Arbeitslosigkeit geführt hat. Wir haben die CO2-Ziele erfüllt. Und deswegen ist für mich natürlich die Frage der Zukunft. Und wenn man sich dann wiederum anschaut, wer neben dem normalen Stromkunden, das Lieschen Müller ist in Deutschland, dann muss man zumindest gegenwärtig feststellen, dass der Mittelstand, und das ist allein der Mittelstand im Wesentlichen, weil die größeren Energieverbraucher sind von der EEG-Umlage befreit, der Träger im Prinzip der Energiewende ist. Und ich frage mich natürlich auch hier gerade in der Union, wo wir immer wieder über den Mittelstand sprechen, wird und wie lange wird der Mittelstand letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit behalten, wenn er der Träger der Energiewende und damit der höheren Energiekosten ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Tillich. Da waren ein paar interessante Diskussionsanregungen auch drin. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Sie haben noch ein bisschen Zeit, erfreulicherweise. Aber jetzt hat zunächst Herr Wacker das Wort. Bitte schön, Herr Wacker.
Sehr geehrter Herr Bareis, Herr Ministerpräsident, werte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, eins ist unstrittig hier im Raum. Die Energiewende in Deutschland gehört zu den größten und wahrscheinlich komplexesten politischen Vorhaben der vergangenen Jahrzehnte. Sie geht einher mit einem fundamentalen Umbau in der Energieversorgung. Damit wir die Energiewende zum Erfolg führen, sind aus meiner Sicht, sozusagen aus der Sicht des Unternehmers, zwei Punkte von größter Bedeutung. Erstens, die hohe Versorgungssicherheit muss immer gewährleistet sein. Der Umbau der Energieversorgung hin zu mehr Sonnen- oder Windenergie macht die Stromerzeugung CO2-ärmer, aber auch volatiler. Die Schwankungen, die durch die Integration von Sonnen- und Windenergie entstehen, müssen mittelfristig durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen werden. Zumindest bis tragfähige Speicherkonzepte entwickelt worden sind. Und zweitens, wir müssen das primäre Ziel der Energiewende, bei der Stromerzeugung wegzukommen von Atomkraft oder fossilen Energieträgern, so kostengünstig wie möglich gestalten. Jeder zusätzliche Cent im Kostenrucksack der deutschen Industrie mindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit und gefährdet demnach dann auch Arbeitsplätze, vor allem in der Produktion. Die EEG-Umlage zeigt, dass uns das aber nicht gelingt. 2016 werden sich die Kosten aus der EEG-Umlage auf rund 23 Milliarden summieren. Der deutliche und schnelle Rückgang bei den Investitionskosten hätte sich viel rascher in niedrigeren Einspeiseentgelten für Solar oder Wind niederschlagen müssen. Die Vorteile der Kostendegression sind durch die regulatorischen Bestimmungen viel zu spät bei den Stromkosten angekommen. Das hat die Energie unnötig verteuert. Meine Damen und Herren, Wacker als Unternehmen ist an der Energiewende in zweierlei Hinsicht beteiligt. Das ist schon angesprochen worden. Auf der einen Seite stellen wir Polysilizium für die Solarindustrie her und sind wohl der wichtigste Lieferant weltweit, der zum Gelingen der Energiewende erheblich beiträgt. Heute erzielen wir rund 20% unseres Umsatzes, also rund 1 Milliarde Euro, mit Polysilizium und sind damit weltweit der zweitgrößte Hersteller. Auf der anderen Seite sind wir einer der größten Stromverbraucher in Deutschland. Allein in 2014 haben wir 3,7 Terawattstunden Strom verbraucht. Das ist ungefähr so viel wie die gesamte Stadt München. Das sind 0,8% des deutschen Stromverbrauchs. Eine ganze Reihe unserer Produkte benötigen sehr viel Energie, um sie herzustellen. Deshalb gehören wir zumindest in Teilen unserer Produktion in die Kategorie der energieintensiven Unternehmen. Das heißt, wir sind auf eine sichere und kostengünstige Energieversorgung angewiesen, um wettbewerbsfähig produzieren zu können. Ich will Ihnen das an einer Zahl verdeutlichen. Bei unseren energieintensivsten Produkten beläuft sich der Stromkostenanteil an den Herstellkosten trotz Industrieentlastung auf über 20%. Hätten wir dort die EEG-Umlage zu zahlen, würde das die Kosten nochmal um ein Fünftel erhöhen. Die Produktion in Deutschland wäre damit schlicht unwirtschaftlich. Wenn ich die Energiewende aus der Wacker-Brille betrachte, kann ich Stand heute sagen, wer in Deutschland energieintensiv produziert, hat durch die Befreiung von verschiedenen regulatorisch festgelegten Abgaben wettbewerbsfähige Stromkosten. Die günstigen Großhandelspreise für Strom kommen tatsächlich bei uns an. Wenn ich das aber als Ganzes aus der Perspektive vieler unserer mittelständischen Zulieferindustrie betrachte, die nicht EEG-befreit sind, dann haben diese Unternehmen mit hohen Stromkosten zu kämpfen. Tatsache ist, dass der Mittelstand, und wir bezeichnen es häufig so als das wirtschaftliche Rückgrat Deutschlands, durch die Energiewende äußerst stark belastet wird. Meine Damen und Herren, umso wichtiger ist es, dass die Energiekosten beherrschbar bleiben. Die große Sorge, die mich derzeit umtreibt, sind regulatorische und politische Unsicherheiten, die Unternehmen wie Wacker in Zukunft zusätzliche Probleme
bereiten können. Die heute geltenden Entlastungsregeln sind langfristig nicht gesichert. Das ist zum Beispiel in den USA ganz anders. Wir bauen gerade in Charleston im Bundesstaat Tennessee einen neuen Produktionsstandort für Polysilikon auf, mit einer Investition von über 2 Milliarden Dollar. Dort haben wir einen garantierten Stromtarif bis ins Jahr 2028. Und zwar zu Kosten, die wir in Deutschland mit den erheblichen Entlastungsregeln für energieintensiven Unternehmen kaum erreichen. Was wir aber dringend brauchen, sind Verlässlichkeit und Planbarkeit, dass Zusagen eingehalten werden und Entscheidungen Bestand haben. Dies ist eine elementare Bedingung für Investitionen, für Wachstum und am Ende auch für Beschäftigung. Die ständigen Diskussionen um die Entlastungsregeln für die energieintensiven Industrien müssen einfach aufhören. Aus meiner Sicht gibt es vier Themen, die uns große Sorgen bereiten. Der erste Punkt ist die industrielle Eigenproduktion von Strom. Bis jetzt ist dieser sogenannte Eigenstrom EEG befreit. Aber auf Druck der EU-Kommission soll das im Jahr 2017 überprüft werden, mit nur einem Ziel, die Befreiung teilweise oder ganz aufzuheben. Heute liegt der Großhandelspreis für Strom pro Kilowattstunde bei ungefähr 3 Cent. Die Abgabe aus der EEG-Umlage auf den Strompreis liegt bei ca. 6 Cent. Je nach Umfang der Belastung pro Kilowattstunde könnte sich damit der Strompreis für energieintensive Unternehmen verdoppeln. In vielen Fällen würde das aber die Profitabilität der an das eigene Kraftwerk angeschlossenen Stahl-, Aluminium- oder Chemieproduktion absolut gefährden. Damit komme ich zum zweiten Problem, dem Netzausbau. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt nicht dort, wo der Strom gebraucht wird. Vor allem die Windkraft wird zum Teil im Norden erzeugt, wo sie in diesem Umfang gar nicht gebraucht wird. Und das zudem auch immer weiter gefördert. Gleichzeitig gehen im Süden schrittweise Kernkraftwerke vom Netz, dort, wo wir einen hohen Stromverbrauch haben. Das führt, und das ist sicher eine Binsenweisheit, zu erheblich und weiter steigenden Transportkosten von Nord- nach Süddeutschland. Und solange die Leitungen fehlen, müssen regionale Kraftwerke diese Lücke schließen. Das Stichwort Redispatch ist schon angesprochen worden. Die fehlende Netzinfrastruktur beschert uns heute hohe Zusatzkosten. Erstens, weil nicht immer die günstigsten Kraftwerke laufen, sondern eben regionale Kraftwerke, die den Strom zum Teil zu höheren Kosten produzieren. Und zweitens, weil Kraftwerke immer häufiger bei lückenhafter Versorgung einspringen müssen. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Die Bundesnetzagentur hat festgestellt, allein zwischen 2010 und 2013 hat sich die Zahl solcher Eingriffe verfünffacht. Die Kosten sind dadurch massiv angestiegen und könnten im Sinne einer Hochrechnung ab 2020 bei 1 Milliarde Euro pro Jahr liegen. Allein um solche Kosten zu vermeiden, sind wir für einen schnellen und kosteneffizienten Netzausbau. Wenn ich mir aber die Entscheidungen zum Netzausbau anschaue, habe ich allerdings größte Zweifel, ob wir das mit der gebotenen Kostenbewusstsein tun. Die Erdverkabelung ist sicherlich hier und da sinnvoll. Aber eine vorrangige Erdverkabelung, die für 2 Trassen ca. 3 bis 8 Milliarden Euro mehr kostet, ist meines Erachtens nicht zu rechtfertigen. Schon heute summieren sich die Netzkosten auf ein Drittel der Stromkosten in Deutschland und sie liegen bei rund 20 Milliarden Euro. Der Ausbau neuer Leitungen wird über Netzentgelte auf die Stromrechnungen umgelegt. Wer also viel gebraucht, zahlt mehr. Ein weiterer Kostentreiber liegt in der Umsetzung des Projekts. Sie dauert schlicht zu lange. Und damit komme ich zu einem grundsätzlichen Problem in Deutschland. Und Sie erlauben mir diese Anmerkung. Die Interessen Einzelner setzen sich immer häufiger gegenüber den Interessen der Allgemeinheit durch. Bei jeder Strommast, der gebaut werden soll,
gründet sich heute eine Bürgerinitiative, die dagegen ist. Für mich stellt sich dabei die grundsätzliche Frage, wer bestimmt überhaupt noch die Entwicklung in unserem Land? Diejenigen, die Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand sichern, oder jene, denen es gelingt, die Öffentlichkeit gegen ein Thema am besten zu mobilisieren? An diesem Fall lässt sich aber auch noch etwas anderes beobachten. Vielen Menschen ist in Deutschland die eigene Besitzstandswahrung inzwischen wichtiger geworden als die Zukunft unseres Landes. Und ich wünsche mir an dieser Stelle, dass der politische Wille, den Gemeininteressen zum Erfolg zu helfen, sich wieder stärker im Mittelpunkt politischer Gestaltung wiederfindet und wir nicht vor diesen Wutbürgern schlicht kapitulieren. Vor diesem Hintergrund ist das einheitliche Preisniveau auf dem deutschen Strommarkt in Gefahr. Überkapazitäten im Norden und die Nachfrage im Süden können auf Dauer immer weniger ausgeglichen werden. Übrigens, die EU-Kommission beobachtet aufmerksam, dass sich der Handel auch über die deutschen Grenzen hinweg durch Netzengpässe gestört ist. Eine Konsequenz daraus könnte sein, die Aufteilung in Preiszonen mit einer Trennlinie entlang des Mains. Und dass dies keine Utopie ist, zeigt das Beispiel Schweden. Dort hat die EU die Einführung von 4 Preiszonen erzwungen. Und damit bin ich beim dritten Punkt, dem europäischen Emissionshandelssystem. Die EU ist der Vorreiter bei der Reduzierung von CO2-Emissionen. Mit ambitionierten Zielen und erheblichen Kosten, die im Rest der Welt leider nicht die entsprechenden Nachahmer finden. Fakt ist aber, das Weltklima kann durch Europa alleine nicht gerettet werden. Obwohl wir die Voraussetzungen für ein funktionierendes Marktmodell mit einem europäischen Strommarkt sowie einem europaweiten Handelssystem für CO2-Emissionszertifikate etabliert haben, konterkarieren wir wieder das durch ständige Eingriffe und Angriffe auf dieses Modell. Dazu gehören nationale Maßnahmen, wie beispielsweise der Braunkohlekompromiss in Deutschland. Er steht außerhalb des europäischen Emissionshandelssystems und verringert aber auf der Nachfrageseite die Kapazitäten und setzt angebotsseitig CO2-Zertifikate frei, die dann andere wieder nutzen. Das hat negative Folgen in zweierlei Hinsicht. Der CO2-Ausstoß wird europaweit kaum sinken, aber dafür steigen in Deutschland die Kosten weiter an und führen zu einer neuen Umlage, weil Anlagenbetreiber für die Stilllegung jetzt eine Entschädigung erhalten. Wenn der große Rahmen durch das CO2-Handelssystem definiert wird, wird der Markt das regulieren. Welche CO2-sparenden Maßnahmen am günstigsten sind. Nationale Ad-hoc-Eingriffe verursachen nur zusätzliche Kosten, die dann von allen getragen werden müssen. Warum vertrauen wir an dieser Stelle nicht den Kräften des Marktes mehr? Ähnliches gilt auch beim Thema Handelsbeschränkungen für den weiteren Ausbau der Solarenergie. Der EU-Beschluss, Importzölle auf chinesische Solarzellen und Module zu erheben und Mindestpreise festzulegen, verteuert künstlich den weiteren Ausbau der Solarenergie in Europa. Mindestpreise und Zölle verhindern heute, dass der Solarstrom günstiger für die europäischen Verbraucher wird. Die Preise für Solarzellen und Module sinken kontinuierlich, um 20% bei jeder Verdopplung. 20% bei jeder Verdopplung der weltweit installierten Leistung. Europa hat diese Lernkurve der Photovoltaik in der letzten Dekade mit großem Aufwand und in großen Teilen finanziert. Wir sollten nun aber auch die Früchte in Form von fallenden Stromkosten ernten. Der Strompreis bei Ausschreibung für neue Solaranlagen könnte ohne diese Mindestpreisregelung mindestens 10% niedriger sein als heute. Die eingefrorenen Modulpreise aufgrund der Handelsbeschränkung schaden aber nicht nur den Verbrauchern, sondern auch dem weiteren Vorankommen
bei der Energiewende. Das Ziel ist doch klar definiert. Bis 2050 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Den vereinbarten Zielkorridor pro Jahr von 2,4 bis 2,6 Gigawatt beim Solar unterschreiten wir das zweite Jahr in Folge. So erreichen wir die Ziele nicht. Und noch ein dritter Aspekt kommt hinzu. Selbst bei Verwendung von chinesischen Zellen und Modulen fallen immer noch fast 70% der Wertschöpfung beim Solarausbau in Deutschland an. Mit einer Rückkehr in den Zielmengenkorridor sichern und schaffen wir vor allem Arbeitsplätze bei den Projektierern, bei der mittelständischen Elektro- und Metallindustrie. Wir bei Wacker sprechen uns deshalb klar dafür aus, die Handelsbeschränkung gegen chinesische Solarunternehmen zu beenden. Meine Damen und Herren, meine Sorge über den weiteren Fortgang der Energiewende ist, glaube ich, nicht unbegründet. Ich weiß aber auch, dass es für den Umbau der Energieversorgung kein Patentrezept gibt. Trotzdem bin ich der Meinung, wir haben es sehr wohl noch in der Hand, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit so auszutarieren, dass wir einen weiteren Kostenanstieg wirksam begrenzen oder gar vermeiden. Und das, meine ich, ist die wirksamste Maßnahme, um Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu sichern und damit auch den Klimaschutz voranzutreiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wacker. Herr Tillich, Herr Wacker, viele Impulse und Anregungen waren da drin in dem, was Sie uns jetzt gerade schon gesagt haben. Herr Tillich, ich möchte bei Ihnen kurz anknüpfen. Sie haben sich verständlicherweise dieses Braunkohlethema natürlich auf die Fahnen geschrieben und auch, ich unterstelle mal an die Adresse von Herrn Bareis, durchaus nochmal gesagt, also das sei ein willkürlicher Eingriff. Vielleicht kann, soll, muss man das auch gesetzgeberisch noch ein bisschen beeinflussen seitens der Unionsfraktion. Meine Frage an Sie. Dieses Modell, 4 Jahre für 2,7 Gigawatt, die da im Raum stehen, das ist ein Tod auf Raten für diese Anlagen. Wenn Sie nach vorne schauen für Sachsen, wie lange wird es Braunkohlenutzung bei Ihnen noch geben? Welche Perspektive hat dieses Thema bei Ihnen? Eine Braunkohle wird es in Sachsen so lange geben, solange es die Politik will. Denn wirtschaftlich ist das darstellbar, allemal. Braunkohle ist heute noch, wenn Sie sich die Tabellen dann der EEX anschauen und diese ganzen Vergleiche einfach mal tun, was ist die billigste Energieerzeugungsform, dann ist nach der Kernenergie die Braunkohleverstromung heute die billigste und dann geht das über Steinkohle weiter und dann kommen die anderen Energieformen, die dann also quasi dahinter sich anschließen. Es sei denn, sie machen in großem Stil das Gleiche, was die Amerikaner gegenwärtig machen, indem sie im Prinzip auch in Niedersachsen und in anderen Bereichen, wo es ja auch in Deutschland Erdgasvorkommen gibt, eben sie auch offensiv dem Thema Fracking zuwenden. Dann könnte sich das nochmal etwas verändern. Aber ich glaube, ja, man muss ja mal über alles mal reden können. Also das ist ja, glaube ich, zumindest das Gebot der Stunde, weil wir reden ja nicht über Pillepalle, sondern wir reden über die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und seiner Wirtschaft und über Investitionen hier. Also von daher, glaube ich, ist die Frage nüchtern zu beantworten. Wenn es mehr solcher Einflüsse gibt, wie wir sie gegenwärtig erleben, dann muss man nicht dann feststellen, dass es am Ende des Tages quasi für uns alle insgesamt teurer wird und die Braunkohle an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Diskussion um VW und die CO2-Werte, die da wiederum also auch in die Diskussion eingeführt worden sind und bei der Überprüfung der tatsächlichen eingehaltenen oder nicht eingehaltenen Ziele man eine Diskussion in Deutschland haben wird, spätestens in den nächsten Jahren, wo man weiter darüber diskutieren wird, wie man die Braunkohle quasi wettbewerbsunfähiger macht. Und deswegen kann, und da erlaube ich mir keine Perspektive. Wir haben Interesse daran, dass sie zumindest weiter funktioniert. Nicht aus reinen egoistischen Gründen, weil das Arbeitsplätze in Sachsen bedeutet. Es geht um eine ganze Region, das ist in der Tat richtig, sondern weil es letztendlich auch um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geht. Und so viel als erste Antwort. Kurze Nachfrage, Herr Tillich. Wir stecken ja da auch mitten in einem Verkaufsprozess, den wir alle interessiert beobachten. Ist das aus Ihrer Sicht
relativ egal, wer da zum Zuge kommt, oder ist nicht möglicherweise auch, Sie sind Politiker, da der Wunsch da, ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen und auch eine politische Einflussmöglichkeit zu sichern darüber, wen man da als Eigentümer am Ende hat? Also in jedem Fall, das hat man, also ich glaube, dass es, also die letzten Vattenfallenzahlen waren, dass man heute noch gegenwärtig ungefähr an den sächsischen Standorten, da gehört jetzt nicht unbedingt Jens Schweide dazu, aber vor allem nicht der niederländische Teil, den ja Vattenfall sich gekauft hat und der ja auch zu deren Kohlesparte gehört. Also im ostdeutschen Teil, ohne Berlin und ohne Hamburg, verdient Vattenfall ungefähr 600 Millionen im Jahr. Wenn das ein Hedgefonds macht, verdient er die nächsten 10 Jahre noch richtig gut und dann stößt er ab und lässt die Bundesrepublik dann anschließend die Renaturierung machen. Das wäre ein gutes Geschäft. Und wenn man das vermeiden will, dann ist, glaube ich, das nicht alleine eine Angelegenheit von Sachsen und Brandenburg, sondern auch der Bundesregierung, da höllisch aufzupassen, wer der Erwerber von Vattenfall wird. Und darauf auch Wert zu legen, dass ähnlich wie Vattenfall im Prinzip auch der neue Erwerber in diese vertraglichen Bestandteile eintritt. Wir kennen sie ja gar nicht, aber eintritt und gleichzeitig sich auch dann verpflichtet, nicht nur jetzt, ich sage jetzt mal, Kohle mit der Kohle zu machen, sondern dann letztendlich auch Kohle zurückzulegen. Also die dann auch dazu verwendet wird, um dann anschließend die Renaturierung zu machen. Der Unterschied zwischen, das muss man ja heute auch immer wieder betonen, zwischen DDR-Zeiten und heutiger Zeit ist, heute bezahlen wir aus dem Bundeshaushalt jährlich Milliardenbeträge für die Renaturierung, weil das damals die Unternehmen nicht machen mussten. Heute müssen sie es machen, aber müssen natürlich auch höllisch aufpassen, dass sie die Rückstellung tatsächlich haben. Und mein Eindruck ist, aber da kann Frau Reiche dann vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, aus ihrer alten Erfahrung heraus, dass nicht nur im Kernenergiebereich die Unternehmen nicht die ausreichenden Rückstellungen haben, die sind zum Teil auch in den Anlagen. Also das heißt also, auch die Vattenfallanlagen sind zum Teil ihre Rückstellungen. Und wenn es jetzt ein, ich darf jetzt mal ein bisschen politisch provokativ sein, ich fand das ja also wirklich als den größten Witz, also wenn April nicht schon vorbei gewesen wäre, hätte ich mir die Frage eigentlich erlaubt, wo hat Greenpeace das Geld her? Also überhaupt da, also ernsthaft mitbieten zu wollen, also das, also ich muss das schon mal mit einer gewissen Sorge betrachten, dass da gar keiner danach fragt. Also ich dachte immer mal, es geht um seriöse Geschäfte hier in diesem Teil. Und wenn das also auf dieses Paket der Lächerlichkeit gezogen wird von einer Umweltschutzorganisation, dann habe ich schon meine Fragen. Und deswegen ist es natürlich von Interesse, dass wir also als Politik da auch wissen, dass es für die Region zukünftig auch eine Perspektive nach der Kohle gibt. Und dafür trägt dieses Unternehmen natürlich maßgeblich auch mit Verantwortung. Schönen Dank, Herr Tillich. Herr Wacker, wettbewerbsfähige Strompreise, das ist ein Thema. Bevor wir gleich noch mal genauer auf die deutsche Energiewende gucken, Sie haben ja den Fall Ihrer Investition in den USA vorhin genannt. Vielleicht können Sie da noch mal einen genaueren Blick ins Nähkästchen gewähren. Was sind die Vorteile, wenn Sie die mal summieren und vielleicht noch ein paar Details nennen? Gut, soweit man das öffentlich diskutieren kann, ist es eindeutig klar, dass die Strompreise in den USA deutlich günstiger sind. Und zwar ungefähr jetzt ohne Förderung auf einem Drittel Deutschland Strompreise. Das heißt, es ist ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. Natürlich genießen wir jetzt speziell momentan durch die Befreiung von der EEG-Umlage Vorteile, die uns in die Nähe dieser Preise bringt, aber noch bei weitem nicht noch dort sind. Was aber noch viel wichtiger ist, dies ist die Garantie des Preises. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, unser Unternehmen macht 5 Milliarden Umsatz und investiert in eine einzige Anlage etwas über 2 Milliarden Dollar. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist eine Sicherheit der wesentlichen Kostenfaktoren, und zwar über 5 Jahre hinaus. Und ich habe das angesprochen und ich wiederhole das gerne nochmal. Das ist das wichtigste Kriterium, ist Planbarkeit und kosteneffizient, aber auch die Planbarkeit. Und das ist in den letzten Jahren bei den ganzen Diskussionen um die Stromenergiepolitik oder wie immer Sie das beschreiben wollen, verloren gegangen. Und wir erleben doch täglich noch Angriffe auf die Befreiungstatbestände. Wir erleben täglich noch Diskussionen, auch aus der EU. Und was immer Sie einfallen lassen in Deutschland, die EU wird es kritisch sich ansehen, was dort passiert. Aber das sind für ein Unternehmen unserer Größenordnung keine verlässlichen Parameter. Das war der wesentliche Grund. Vielleicht noch eine Nachfrage, dann auch wieder mit Blick auf die deutsche Situation. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Ihnen die Versorgungssicherheit sehr am Herzen liegt. Andererseits dann aber auch das Thema Erdverkabelung kritisch bewertet. Nur hängt ja eins mit dem anderen zusammen. Vielleicht ist die Frage ist also auch mit Blick auf das Strommarktgesetz, über das wir sicher gleich auch noch genauer sprechen,
Da sind eine Menge Mechanismen drin, die am Ende auch der Versorgungssicherheit dienen. Was sind Sie denn bereit, dafür zu geben? Was ist denn, ganz ohne eine gewisse Regulierung wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wie könnte das nach Ihrer Ansicht besser funktionieren? Also ich weiß nicht, wie weit mein Informationsstand da reicht, aber es muss nicht alles erdverkabelt werden. Also es gibt bestimmte Anforderungen, die sicher Erdkabel notwendig machen, aber dass wir jetzt so tun, als ob das von Norden nach Süden ein Erdkabel laufen müsste, nur damit wir einer gesellschaftlichen, politischen Diskussion aus dem Weg gehen, das ist mein Punkt, den ich da an der Stelle machen wollte. Und das dürfen wir nicht tun. Und insofern, und jede weitere Kosten, die Erdkabel, nehmen Sie die, ob das 3 oder 8 Milliarden sind, die schlagen Sie auf den Strompreis drauf, die bezahlen alle. Und ich meine, wir sagen, dass wir, und davon gibt es keine Befreiung, by the way. Also, das ist, da gibt es keinen Befreiungstatbestand. Das heißt, was die Aussage Nummer 1 war, EEG-befreite Unternehmen kommen mit der Befreiung in einen Korridor wettbewerbsfähiger Stromkosten, aber nur mithilfe der Befreiung. Alles andere, jeder Eingriff in die Energienetz, in den Energiemarkt, bringt Kostensteigerungen und die müssen alle tragen. Und wer viel verbraucht, wird dann auch hohe Kosten haben. Und es sind ja nicht alle befreit. Die Großzahl der Unternehmen in Deutschland, vor allem kleinere Unternehmen, nicht befreit. Und die haben eine ständig steigende Stromrechnung. Und das trägt nicht zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie bei. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, deutlich sagen. Herr Bareis, jetzt sind Sie natürlich angesprochen. Das Erdverkabelungsgesetz ist in der Hand der Parlamentarier. Vielleicht können Sie ja da das ein oder andere Positive noch vermelden, was sich da möglicherweise noch verändern lässt. Also, ob ich was Positives vermelden kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ich versuche mal mit einem Zitat unseres Fraktionsvorsitzenden zu beginnen. Er immer sagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Und die Realität ist einfach, dass wir vor Ort enorme Schwierigkeiten haben, mit dem Leitungsausbau voranzukommen, dass wir sehr intensive Gespräche geführt haben mit den unterschiedlichen Bürgerinitiativen. Und das wird halt immer ganz konkret dann wirklich vor Ort, wenn es darum geht, eine Leitung zu bauen. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann ist halt immer der Wunsch da, dass man es halt so verträglich wie möglich macht vor Ort. Und das heißt auch, dass es in vielen Bereichen einfach eine Erdverkabelung gewünscht wird. Ja. Und jetzt kann man da lang darüber diskutieren, ob das bezahlbar ist, nicht bezahlbar ist. Ich glaube, wenn man mal die Kosten sieht, liegen wir derzeit bei zwischen 6 und 9 Milliarden Euro für die HGÜ-Projekte. Das spricht für die 3 großen Gleichstromtrassen von Norden in Süden. Das ist zwar ein Faktor, der uns schon Sorge macht, das muss man ganz klar sagen, der natürlich auch auf die Energiepreise drückt, aber der andererseits dafür garantieren kann, hoffentlich garantieren kann, dass wir mit dem Leitungsausbau schneller vorankommen, als vielleicht das der Fall wäre, wenn man alle Kabel entsprechend überirdisch laufen lässt. Insofern ist es für uns einmal eine Balance gewesen in der Frage der Akzeptanz. Und wir haben gesagt, wir machen beim HGÜ, wo das technisch heute schon Standard sein ist in vielen Bereichen, wo wir heute auch relativ problemlos die Erdverkabelung vornehmen können, machen wir die Erdverkabelung. Und im Bereich der Wechselstromtrassen, wo es heute aber auch viele noch technische Fragen gibt, die nicht geklärt sind, beziehungsweise auch die Kosten sehr, sehr hoch sind, wollen wir nach wie vor noch die Erdverkabelung als Pilotprojekte sehen. Wir haben 8 Pilotprojekte mal vorgesehen, aber sonst soll Standard weiterhin auch die normale Trassenführung sein. Wie gesagt, das ist eine Balance zwischen einerseits natürlich der Frage der Kosten, die uns sehr, sehr am Herz liegen und die uns auch Sorge macht, auf der anderen Seite aber auch die Frage von Akzeptanz vor Ort, wie wir die Leitung dann auch wirklich voranbringen. Das ist, sage ich mal, für uns in der Frage des Energieleitungsausbaugesetzes der Maßstab gewesen. Meine Damen, meine Herren, Fragen an Herrn Tillich oder an Herrn Wacker sind natürlich auch von Ihrer Seite möglich. Da sehe ich 2 Wortmeldungen, wenn Sie vielleicht beginnen möchten. Da steht ein Mikrofon, ja, genau. Ja, mein Name ist Freiheit. Ich komme aus der Region Stuttgart, habe ein Ingenieurbüro. Also die Themen finde ich gut: Innovation, Wachstum, Zukunft. Wir haben das Energiethema heute. Von daher sollten wir nach vorne gucken. Und ich habe jetzt von Ihnen natürlich nur erfahren, wie wir die Braunkohlewirtschaft am Leben erhalten sollen. Also die Zukunft meiner Meinung nach ist erneuerbare Energien. Europa, auch die Welt möchte die CO2-Emissionen senken. Sie sagen jetzt, die Braunkohle kann jetzt, im Schnitt wird ja hier für 3 Cent der Strom produziert, Braunkohle ist sogar noch geringer. Braunkohle, das sagt der frühere Energieminister von der USA, der Herr Schuh, ist die größte Dreckschleuder und hier die Klimavernichtung.
Die Umweltministerium selber hat eine Studie herausgegeben, dass pro Kilowattstunde von der Braunkohle 10 Cent Umweltschäden entstehen. Wenn man das dazu rechnet, kann das nicht sein. Solarstrom hat einen Umweltschaden von 1 Cent. Also jetzt die Frage an Sie, es kann nicht sein, aus Ihrer Sicht verständlich, dass Sie Arbeitsplätze erhalten wollen, aber die Zukunft ist erneuerbare Energie. Noch zu der Frage eine Anmerkung. Hier vor ein paar Wochen war da von Tesla der Elon Musk hier, der hat uns ganz klar gesagt, hier wird 5 Milliarden investiert in Batterien. Er will jetzt ein Massenauto rausbringen, hier mit 30.000, 35.000 Euro, auch für die Deutschen. Wenn man VW anschaut, man muss aufpassen, die Zukunft ist hier, dass wir komplett merken, wir müssen umstellen. Mobilität hin zur E-Mobilität, Energieversorgung, das muss Hand in Hand gehen. Und deswegen die Frage an Sie, wir müssen in die Zukunft denken und nicht hier irgendwelche Geschichten von hinten versuchen zu erhalten. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass wir uns schon mal den auch mit den Betrachten der Realitäten, das ist nicht das, was zu sein scheint, sondern was ist. Und wenn ich mir die Situation anschaue, wie groß der Windkraftausbau in den letzten 2 Jahren in Baden-Württemberg war, verglichen mit dem, was im Osten Deutschlands stattgefunden hat, dann ist das eher elementar, also Atombereich. Zweite ist, nicht nur Wacker ist in Sachsen und produziert Polysilizium, sondern es gibt große Photovoltaik-Hersteller. Wir haben in den letzten Jahren gerade in dem Bereich zwar nicht so viel wie Bayern an den Autobahnen, aber trotzdem sehr viel in Photovoltaikanlagen auch in Osten Deutschlands investiert. Ich habe dafür geworben und dafür werbe ich nach wie vor. Wir brauchen eine Energiewende, die bis zum Jahre 2050 eigentlich konzipiert ist. Ich hatte aber den Eindruck, dass in den letzten 3-4 Jahren manch einer genauso wenig wie er im Prinzip in die Investitionen und deren Sicherheit vertraut, auch in die Sicherheit der Einspeisevergütung nicht mehr vertraut hat, nachdem es die Diskussion um die Einspeisevergütung bei Photovoltaik gab. Und deswegen es einen Run darauf gegeben hat, in einer Geschwindigkeit, die dann den Gesetzgeber dazu gezwungen hat, letztendlich Deckel draufzulegen, erst bei der Photovoltaik, anschließend auch beim Wind. Das wäre übrigens von vornherein das Vernünftige gewesen. Also quasi hier im Prinzip etwas, wie man so schön sagt, auch einen geordneten Zubau zu haben, damit die technologischen Vorsprünge mitzunutzen. Also wenn Sie sich mal einfach, ich bin Ingenieur, wenn Sie ein Windrad angucken, der ersten Generation, das hat 800 Watt gebracht. Da stehen noch welche und klappern irgendwo noch. Die neuen bringen jetzt auf 3 Megawatt Wind am gleichen Standort am Ende sogar noch einen höheren Ertrag, weil sie ein bisschen höher sind. Also dass wir da uns schlichtweg einfach etwas vergeben haben, das sehe ich. Und wenn man dann durch politische Entscheidungen gleichzeitig die Braunkohleverstromung unattraktiv macht, aber dafür teures russisches Gas einkauft oder arabisches Gas einkauft, ich weiß nicht, ob das die bessere Lösung ist, kann man so sehen. Ich sehe sie zumindest nicht so. Und ich glaube, dass zumindest andere Länder in anderen Teilen der Welt gegenwärtig viel mehr in Braunkohleverstromung investieren, auch in erneuerbare Energien zugegebenermaßen, aber eben auch zur Deckung ihres Energiebedarfs in diesem Bereich. Und zu Tesla, da kann ich Ihnen nur sagen, da überraschen Sie mich jetzt wirklich. Es ist immerhin Daimler, dass ich aus der Batterie- oder Zellenproduktion, die in Kamenz in Sachsen, also das ist wirklich nun mein Heimatort, da bin ich zu Hause, da bin ich aufgewachsen. Da hat Daimler sehr viel Geld investiert. Die anderen Automobilisten haben sich daran nicht beteiligen wollen. Sie kaufen lieber bei Panasonic, bei LG oder bei Samsung die Zellen. Mittlerweile auch Daimler. Und deswegen schließt man jetzt gegenwärtig das einzige in Europa befindliche Zellenwerk für Elektrobatterien. Dass in Elon Musk das Gegenteil macht, beweist uns doch, dass wir sowohl in der Wirtschaftspolitik, in den Unternehmen selbst, aber auch in der Politik selbst teilweise, ich sage jetzt mal wirklich nicht das betrachten, was notwendig ist, sondern in der Tat manchmal zu kurzsichtig sind, gerade in der Energiefrage, auch in der Technologiepolitik, was hier die Diskussion anbetrifft. Ich werde es nie vergessen, ja heute kann ich das erzählen, ich war mal in Davos und habe einen Abend da mit Herrn Piech erlebt und auf die Frage hin, warum sich VW nicht an dem Ausbau der Zellenproduktion in Deutschland beteiligt, hat mich Herr Piech damals darauf hingewiesen, dass in Shanghai mittlerweile 6 Millionen Mopeds mit Elektrobatterie fahren und sonst im Prinzip also quasi
benzingetriebene Mopeds nicht zugelassen sind und darüber hinaus man in die Kraftstoffreduzierung ihrer eigenen Motoren investiere und deswegen man sich auf einem guten Wege sehe. Und jetzt können wir die Frage uns stellen, ich bin jetzt kein, der heute VW hier dafür verurteilen will, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Das ist schlimm genug für die deutsche Wirtschaft. Aber wir haben, wenn Sie sich daran erinnern, vor wenigen Wochen hier in Berlin eine Tagung gehabt zur Elektromobilität und da haben damals am Podium alle Vertreter der Automobilwirtschaft erklärt, sie werden die nächsten 2 Jahre im Prinzip erstmal abwarten, um zu schauen, wo die Technologieentwicklung hingeht. Und das Abwarten ist eine verpasste Chance. Und ich weiß nicht, ob es hoffentlich nicht so sein wird, das iPhone auf Rädern, das ist das Auto. VW selbst hat, glaube ich, eine Umfrage, ich glaube, VW war es gewesen, ein deutscher großer Automobilist war es, hat in China eine Umfrage gemacht, was ist das Auto der Zukunft für den Chinesen? Es ist nicht das, welches 4 Räder hat und ein Lenkrad im deutschen Katalog als Standardausführung, sondern es ist das, im Prinzip das Auto, was Internet vernetzt ist. Und wenn man da die Diskussion auch in Deutschland mal betrachtet, das ist immer ein ganz anderes Thema, wenn es darum geht, um autonomes Fahren und um Datensicherheit und was nicht. Und wir brauchen Strom. Und wir brauchen leistungsstarke Batterien und leistungsstarke Zellen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da höllisch aufpassen, dass wir da nicht den Zug der Zeit verpassen, sondern dass wir da rechtzeitig und in die richtigen Technologien, und da müssen wir uns dann entscheiden. Wir müssen uns dann wirklich entscheiden. Ist es nur Wasserstoff? Ist es Elektromobilität? Oder was ist es dann? Da müssen wir uns entscheiden und ich glaube, dass die Deutschen in der Vergangenheit da immer sehr mutig vorangegangen sind. Momentan sehe ich ein bisschen ein Zögern in der Richtung und deswegen werbe ich dafür. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich nur für die Braunkohle spreche, sondern ich bin genauso offen für erneuerbare Energien. So, jetzt gab es noch 2 Wortmeldungen, einmal hier vorne und hier in der 3. Reihe und dann ist die Zeit wahrscheinlich auch schon abgelaufen. Vielleicht machen Sie den Start, ja? Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie. Ich bin jetzt das 7. Mal hier. Danke, Herr Bares, für die immerwährende Einladung. Nach der anfänglichen Euphorie der ersten Veranstaltung scheint sich jetzt doch ein gewisser Realitätssinn breit zu machen. Jedenfalls merke ich, wenn ich das zusammenzähle, was Sie minutiös vorgetragen haben, die beiden Herren Redner, Herr Wacker und Herr Tillich, dass wir jede Menge Schwierigkeiten haben, die wir ohne die Energiewende nicht hätten. Und damit bin ich bei einem Kontrastprogramm zu meinem Vorredner. Und damit bin ich auch beim Klima. Warum machen wir das eigentlich? Wir machen es, um das Klima zu schützen. Und da möchte ich Ihnen doch die gute Nachricht nicht vorenthalten, dass die Welttemperatur sich seit knapp 19 Jahren weigert, sich nach oben zu entwickeln. Sie bleibt flach, stabil. Ist doch eine gute Nachricht. Ob das nun am CO2 gelegen hat, ist eher unwahrscheinlich, denn es stieg massiv an in der gleichen Zeit. Also auch Deutschland hat nicht dazu beigetragen, dass dieser Zustand eintritt. Aber die Schwierigkeiten, die wir haben, und das ist jetzt auch, führt auch zu meiner Frage, sind so massiv und werden mit jedem weiteren Ausbau zunehmen. Allein die Dispatching-Eingriffe werden die Zahl 6.000 dieses Jahr übersteigen. Im Vorjahr hatten wir 3.500, vor 5 Jahren hatten wir 3 bis 4 im Jahr. Das macht das Netz instabil, die Kosten explodieren regelrecht, die Industrie wird aus dem Lande getrieben, mit oder ohne Herrn Wacker. Das heißt, warum machen wir nicht einfach mal die Frage auf oder gucken uns die Frage an, ein Moratorium anzustreben. Wenn man in einer Sackgasse ist, kann man durch beschleunigtes Fahren sicherlich noch schneller an die Wand kommen. Aber zumindest sollte man mal innehalten und sagen, ist denn das eigentlich alles gerechtfertigt, was wir da tun? Das ist meine Frage an die beiden Vorredner. Vielleicht können wir das direkt in einem Durchgang abhandeln. Mein Name ist Budde und ich betreibe Energieberatung für Industrie und Politik seit mehr als 15 Jahren. Ich habe da eine Anmerkung, eine Frage. Die Anmerkung ist erstmal, dass wir, so ist mein Eindruck aus all der Tätigkeit, die ich da seit vielen Jahren ausübe, dass man oft in der Diskussion und nachher auch in der politischen Entscheidung Äpfel mit Birnen vergleicht. Ich will es an einem Beispiel festmachen, was Ministerin Tillich da irgendwie angesprochen hat. Wir verteufeln heute die Braunkohle, weil die Braunkohle etwa 1000 Gramm CO2 je Kilowattstunde emittiert. Wir betrachten aber nur die Braunkohle hier in Deutschland. Dann vergleichen wir das mit Erdgas, was etwa 700 Gramm CO2 pro Kilowattstunde produziert, aber nur die Produktion in Deutschland. Und Sie haben gesagt, ein Drittel bei der Förderung geht schon verloren. Als CH4. Und wenn man dann mal überlegt, dass CH4 70 Mal schädlicher ist als CO2,
da kommt man schnell bei der Rechnung dahin, dass der Einsatz von Erdgas schädlicher ist, CO2-mäßig, als Braunkohle. Herr Tillich, wollen Sie einen Satz dazu sagen noch? Ja, einen Satz kann ich zumindest zu der ersten Frage sagen. Wir sollten das eine tun, ohne das andere nicht zu lassen, sondern wir sollten beides machen. Also wir müssen uns darauf konzentrieren. Ich glaube, dass die Technologie der erneuerbaren Energien mehr und mehr zur Reife kommt. Das ist eine Chance auch für das Technologieland Deutschland. Ob das nun also quasi dann auch die intelligenten Energie quasi Nutzer sind, ob das die intelligenten Energienetze sind. Also da gibt es ja eine Vielzahl und viele Möglichkeiten und Facetten, die dann also quasi auch weiterentwickelt werden können. Also ich glaube, da ist Musik drin. Aber ich sagte erst ja, mit einem gewissen Schrittmaß, welches eben uns sichert, dass wir bis 2050 eben diese 80% erneuerbare Energien erreichen und nicht schon zu einem Zeitpunkt, wo wir vielleicht noch nicht die Technologiesprünge gemacht haben. Und das Letzte, zu dem zweiten Teil der Bemerkung, das war ja mein Hinweis, wer macht sich denn wirklich Gedanken, unter welchen Bedingungen anderen Orten und so auch welchen Klimakosten an anderen Orten das produziert wird. Es war ja auch die Diskussion, Herr Hohmann kennt das ja noch, wo wir darüber geredet haben, dass also zum Beispiel Steinkohle ja anders behandelt wird wie Braunkohle durch die Europäische Kommission und durch das Bundeswirtschaftsministerium. Und da wird dann als Begründung herbeigeführt, Steinkohle ist ein Exportgut und Braunkohle ist ein heimisches Produkt. Und deswegen wird die Braunkohle anders behandelt und schlechter behandelt, also quasi in den Regulierungen der Europäischen Kommission, was schlichtweg einfach nicht einleuchtend ist. Aber soweit, es ist die Realität, deswegen habe ich ja dafür geworben, was wir dafür tun können. Und ich sagte auch, wir haben es selbst hier in Deutschland unter Kontrolle. Anders wie nachdem wir die Kernkraft abgeschaltet haben, wissen wir nicht, was die Franzosen und die Belgier in ihren Kraftwerken machen. Da müssen wir denen vertrauen. Und wir müssen auch den Russen vertrauen, dass sie Umweltschutz genauso machen, wie wir in Deutschland in den Braunkohletage bauen oder eben nicht. Und dann stimmt die Energiebilanz nämlich auch wieder unter den Gesichtspunkten, wenn wir ihnen vertrauen. Aber da wahrscheinlich Sie genauso die Zweifel daran haben, dass das unter den gleichen Standards stattfindet wie hierzulande, ist letztendlich eine Vollkostenrechnung, wäre eine faire Rechnung, aber die hat es in der Form bisher zumindest mir so nicht bekannt, nicht gegeben. Schönen Dank, Herr Tillich. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Dann war das auch das Schlusswort für diese erste Runde. Herr Wacker, Herr Tillich, vielen Dank und wir machen eine kurze Pause und diskutieren gleich weiter. Schönen Dank. Lassen Sie uns diskutieren. Ich darf hier vorne auf dem Podium begrüßen. Ich fange mal hier links von mir an mit Jochen Hohmann, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Neben ihm Hildegard Müller, Hauptgeschäftsführerin des BDEW. Daneben Katharina Reiche, Hauptgeschäftsführerin VKU. Dann Dr. Hermann Falk, Bundesverband Erneuerbare Energie. Und Rainer Barke, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Herrn Bareis brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Ja, das Thema, das im Moment auf allen Schreibtischen liegt und noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachgearbeitet werden muss oder sollte oder könnte, ist das Strommarktgesetz, am vergangenen Mittwoch vom Kabinett beschlossen. Und Herr Barke, es soll, so steht da, ist da zu lesen, aus Ihrem Haus die freie Preisbildung auf dem Strommarkt stärken. Jetzt sehe ich darin eine Netzreserve mit 2 Gigawatt, eine Kapazitätsreserve, die mal 5% der Jahreshöchstlast ausmachen wird und eine Klimareserve. Damit sind schon mal so 9 Gigawatt dem Markt entzogen. Wie passt das zu dem eigentlichen Ziel, mehr Markt zuzulassen? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal, ich glaube, dass diese Reform des Strommarktes wahrscheinlich die größte ist seit der Liberalisierung. Und sie folgt, so wie Sie das gerade gesagt haben, dem Grundsatz, dass wir der Überzeugung sind, dass hier der Preismechanismus der zentrale Steuerungsmechanismus bei der Energiewende sein soll. Und dementsprechend haben wir hier auch festgeschrieben, dass nach unserer Auffassung Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt frei sich bilden sollen und auf einen Preis verständigen sollen. Und alles, was Sie jetzt gerade an Reserven angesprochen haben, findet statt außerhalb des Strommarktes. Das heißt, wer immer sich mit seiner Anlage in einer Reserve befindet, darf nicht am Strommarkt teilnehmen.
Und insofern ist das auch keine Intervention in den Strommarkt, sondern ist eine Absicherung für nicht vorhersehbare Fälle. Also die Kapazitätsreserve haben wir vorgeschlagen, dass sie auch wie folgt funktioniert. Ich will diesen Mechanismus mal kurz darstellen. Sollte also wider Erwarten, trotz freier Preisbildung nach oben, Angebot und Nachfrage am Day-Ahead-Markt nicht zueinander kommen. Und es sind dann Preise denkbar von mehreren tausend Euro. Und trotzdem kommt Angebot und Nachfrage nicht zusammen. Dann würde diese Kapazitätsreserve in Bereitschaft gesetzt. Das ist so, als würden Sie beim Auto jetzt mal den Stimmschlüssel umdrehen, aber noch nicht losfahren, weil wir haben ja dann immer noch den Intraday-Handel. Und sollte bei dem Intraday-Handel sich wiederum herausstellen, dass trotz freier Preisbildung Angebot und Nachfrage nicht zusammenkommen, nur dann würde die Kapazitätsreserve eingesetzt werden. Und die Alternative dazu wäre in der Tat, dass die Übertragungsnetzbetreiber einzelne Unternehmen oder Stadtteile oder Regionen abschalten. Und das wollen wir natürlich unter allen Umständen vermeiden. Das Ganze als Mechanismus ist natürlich im Zusammenhang zu sehen mit der Stärkung der sogenannten Bilanzkreisverantwortlichen. Das sind mehr oder weniger die Stromhändler. Das heißt, die Stromhändler werden durch diese Strommarktreform jetzt in die Verantwortung genommen. Das heißt, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, aber auf den Punkt gebracht, dass nur derjenige Strom verkaufen kann und darf, der ihn auch gleichzeitig einkauft. Das heißt, wenn es zu dieser ungewöhnlichen Situation jemals kommen sollte, dass trotz freier Preisbildung Angebot und Nachfrage nicht zusammenkommen, dann hat ja irgendjemand Strom verkauft, den er gar nicht hat. Und der soll dann auch dafür zahlen. Und deshalb haben wir gesagt, den Einsatz dieser Kapazitätsreserve, den werden wir nicht sozialisieren. Das werden wir nicht irgendwie über die Netzentgelte umlegen oder so etwas, sondern das trägt dann derjenige, der seinen Bilanzkreis nicht ausgeglichen hat. Weil der hat ja den Bedarf, den er dann nicht befriedigen kann, denn sonst würden Angebot und Nachfrage ja zusammenkommen. Im Moment ist das keine relevante Diskussion, weil wir große Überkapazitäten haben. Wir haben Überkapazitäten vor allem, weil wir den europäischen Binnenmarkt immer mehr nutzen. Wir haben auch Überkapazitäten, weil wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Aber irgendwann wird sich diese Situation mal drehen und dann werden wieder ganz normal auch in bestimmten Zeiten Knappheiten auftreten. Dem müssen Knappheitspreise gegenüberstehen. Wenn man Knappheitspreise nicht realisieren kann, wird man nicht investieren. Das ist genau der Grund, warum wir sagen, wir setzen hier auf den Strommarkt. Und Sie sehen ja jetzt schon, obwohl wir noch nicht wirklich Knappheitssituationen haben, dass die deutsche Strombörse jetzt schon Angebote macht. Angebote nämlich, um sich gegen Preisspitzen abzusichern. Und dahinter steht Flexibilität. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass in dem Moment, wo wir dieses Konzept umsetzen, es am Strommarkt genügend Angebote geben wird für Flexibilität, für das Absichern gegen Preisspitzen, weil natürlich niemand als Stromhändler sehenden Auges das Risiko eingehen wird, plötzlich 10.000 oder 20.000 Euro zu zahlen, weil er seinen Bilanzkreis nicht ausgeglichen hat. Das ist die Grundüberzeugung. Wir sind der festen Meinung, dass da, wo eine zahlungsbereite Nachfrage ist, auch ein entsprechendes Angebot sich einstellen wird. Herr Backe, kurze Lernfrage hinterhergeschickt. Die Kapazitätsreserve, Sie haben gerade selbst von großen Überkapazitäten im Moment noch gesprochen, die kommt recht früh, 2017, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum wird es dann schon erforderlich und warum sind es gerade die 5% von der Spitzenlast, das wirkt recht üppig geschneidert oder ist das passgenau? Also das wissen wir nicht, weil bisher waren ja ganz andere Modelle in der Diskussion, dass man einen Kapazitätsmarkt schafft, also dauerhafte Subventionen für Kapazitäten, die sich am Markt befinden und am Markt teilnehmen. Das wäre mit Sicherheit nach meiner Überzeugung die eindeutig teurere Lösung geworden. Wir haben jetzt gesagt, wir setzen auf den Strommarkt, auf Angebot und Nachfrage und den Preismechanismus. So, was niemand von uns ausschließen kann, ist, dass es nicht vorhersehbare Situationen gibt. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es einen Stromhändler gibt, der mit der eigenen Insolvenz kalkuliert. Der sagt, ich sichere mich nicht ab, wenn ich
halt in eine Situation komme, dass ich Strom verkauft habe, den ich gar nicht liefern kann, dann gehe ich halt pleite und verschwinde vom Markt. Da wir aber 200.000 Kunden, die irgendwo verteilt sind in Deutschland, auch nicht getrennt abregeln könnten, auch technisch geht das ja gar nicht, sind solche unvorhersehbaren Situationen denkbar. Und damit wir nicht in solche Situationen hineinlaufen, haben wir gesagt, wir brauchen eine Reserve. Aber die darf nicht am Markt teilnehmen, weil sie, wenn sie am Markt teilnimmt, dann würde sie ja das Preissignal verzerren. Das ist die Grundüberzeugung. So, jetzt haben wir gesagt, in der Tat, wir fangen jetzt mal an mit 5% der installierten, also der Höchstlast in Deutschland. Ob diese 5% richtig sind oder nicht, das weiß niemand. Das werden wir sehen. Und es wird dann auch eine entsprechende Anpassung geben. Also wenn wir auch im nächsten Jahrzehnt niemals eine Situation sehen, wo jemals diese Kapazitätsreserve in Anspruch genommen wird, dann wird man über eine Verkleinerung reden. Sollte völlig entgegen meiner Erwartungen sie dreimal im Jahr zum Einsatz kommen und 4,0 Gigawatt in Anspruch genommen worden sein, dann wird man sagen, na, ob wir da mit den 4,4 auskommen, wissen wir nicht, vielleicht nehmen wir mal besser 5 oder 6. Also das wird die Zukunft zeigen. Ich persönlich, wenn Sie mich nach einer Einschätzung fragen, ich persönlich bin der Auffassung, wir werden den Einsatz dieser Kapazitätsreserve eher nie erleben, als dass diese Menge jemals ausgeschöpft werden wird. Und wenn meine Prognose richtig ist, dann wird man in Zukunft über die Verkleinerung reden. Jetzt habe ich hier, soweit ich das von hier aus so richtig erkennen kann, aber in skeptische Gesichter teilweise jedenfalls geschaut. Frau Müller, ohne die Diskussion der letzten Monate jetzt noch mal einmal hier aufzuwickeln, aber wenn Sie das Strommarktgesetz sehen und diese drei Reserven, die da gebildet werden, vielleicht ganz kurz und knapp, also ohne die Grundsatzdebatte, was könnte man da noch minimalinvasiv vielleicht optimieren, vorsichtig gefragt? Naja, ich suche immer noch den Markt, über den wir reden, weil wenn ich das alles abziehe, auch die erneuerbaren Förderung sehe, das hat ja alles in Einzelfall seine Logik. Aber in der Summe ist das bisschen, was da an Residuallast bleibt, meines Erachtens nicht dann so darstellbar. Ich finde es auch nach wie vor nicht richtig, mit den Überkapazitäten heute zu argumentieren. Da gibt es ausreichend Zahlenmaterial über das Herausgehen von Kraftwerken, die Zurückhaltung beim Kraftwerksneubau und so weiter. Ohne Zweifel geht einiges jetzt in die richtige Richtung. Wir glauben halt nur, dass die Grundsatzfragen nicht gelöst sind und sehen halt im Detail dann natürlich einige Probleme. Ich finde zum Beispiel sehr kritisch, wie mit dem Redispatch-Urteil umgegangen wird. De facto versucht man durch die Hintertür, das eigentlich außer Kraft zu setzen. Auch die 2GW für Bayern sind ausdrücklich eine politische Lösung. Das kann man jetzt hier rauf und runter diskutieren. Aber alles das führt natürlich zu einer weiteren Verzerrung dessen, was wir denn da als Markt beschreiben. Insofern, ob der Grundsatz der freien Preisbildung da jemals wirken wird, das wage ich zu bezweifeln. Und deshalb sage ich, wir warten dann halt noch ein bisschen, aber ich bin nach wie vor sicher, dass die Kapazitätsmechanismen kommen werden. Am Ende wird also alles gut. Nee, das habe ich nicht. Von gut will ich in diesem Zusammenhang bewusst nicht regeln. Ich sage nur, es ist halt eine logische Konsequenz, wenn auf jede Herausforderung mit weitergehender Regulierung reagiert wird, dann bleibt irgendwann kein Markt mehr, über den man reden kann. Herr Barke, noch eine Frage, wieder mehr zur Mechanik. Über all das, über das wir hier reden, wird ja mittels Netzentgeltwälzung am Ende finanziert. Ist das der Königsweg? Ist das nicht vielleicht ein bisschen intransparent? Also man könnte ja auch eine Versorgungssicherheitsumlage noch installieren. Dann ist das Geld zwar auch weg, aber jeder Stromkunde wüsste dann jedenfalls wofür. Also die Übertragungsnetzbetreiber sind für diesen nicht vorhersehbaren Extremfall diejenigen, die die Netzreserve, die Kapazitätsreserve dann aktivieren würden. Und insofern halten wir das auch für sachgerecht, das dann über die Netzgelder abzurechnen. Die andere Reserve, die gerade angesprochen worden ist, hat eine völlig andere Funktion. Also die Reserve, die wir im Süden von Deutschland einsetzen, und jetzt betone ich nochmal, wenn die Übertragungsnetzbetreiber den Bedarf feststellen, auch bis zu 2GW Gaskraftwerke, die dient ausschließlich der Tatsache, dass wir in Deutschland Netzengpässe haben und am Strommarkt leider heute Folgendes passiert, dass wir in der einheitlichen Preiszone, die wir mit Deutschland und Österreich haben, Gebote und Nachfrage haben und dann Strom verkauft wird aus dem Norden Richtung Süden, der gar nicht transportiert werden kann. Und in solchen Situationen tun wir dann so,
als würde der verkaufte Strom auch tatsächlich ankommen, indem wir nämlich im Norden der Republik die Kraftwerke, die am Strommarkt gewonnen haben, gegen Entschädigung abregeln. Und dann nehmen wir neue Kraftwerke im Süden, die am Strommarkt nicht zum Zuge gekommen sind, und schmeißen die an, damit der Kunde, der den Strom an der Strombörse gekauft hat, seinen Strom bekommt. Das nennt man sogenannten Redispatch. Und das ist der Hintergrund, warum wir im Süden von Deutschland ja im begrenzten Umfang Kraftwerke vorhalten müssen. So, das ist aber etwas, was jetzt mit dem eigentlichen Stromhandel gar nichts zu tun hat, sondern das hängt damit zusammen, dass wir mit dem Netzausbau bislang noch nicht so vorangekommen sind, wie wir das gerne getan hätten. Da müssen wir hart dran arbeiten. Und diese Netzreserve in Süddeutschland ist eine Übergangsregelung. In dem Moment, wo die Stromnetze ausgebaut worden sind, können wir sie wieder abschaffen. Frau Reiche, wir haben jetzt viel über die Reserven gehört und Herr Barke benutzt ja auch manchmal das Bild von Gürtel- und Hosenträger. Also wir machen es ganz besonders sicher, damit auch in jeder Situation die Versorgung sichergestellt ist. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass dadurch auch am Ende jede Preisspitze verloren geht? Oder anders gefragt, die Preisspitzen, die man jetzt erwarten kann, sind die für aus Sicht der Unternehmen, der VKU-Mitglieder ein Investitionsanreiz? Definitiv nicht. Und Herr Barker hat ja gerade in seinen Ausführungen selbst darauf hingewiesen, dass schon jetzt durch Lastmanagement versucht wird, Preisspitzen gar nicht erst entstehen zu lassen. Also einerseits sagt das Gesetz, wir setzen darauf, dass über Preisspitzen Investitionsanreize kommen mögen, wenn dann irgendwann die Überkapazitäten abgebaut sind. Andererseits sind jetzt schon Maßnahmen von Lastmanagement, intelligentem Management, führen dazu, dass diese Preisspitzen gar nicht erst entstehen. Ich sehe hier wirklich einen Widerspruch im Gesetz. Als es mal losging mit der Diskussion, als der Entwurf begonnen hatte, sozusagen Formen anzunehmen, hieß es mal, wir wollen mehr Wettbewerb. Da teile ich die Einschätzung von Hildegard Müller, dass wir immer weniger Wettbewerb haben, da der regulierte Teil deutlich ansteigt. Im erneuerbaren Bereich sowieso, jetzt sind wir bei 33%, aber auch im konventionellen Bereich, also der Markt wird weniger. Es ging um Kosteneffizienz. Ja, wir haben uns auch Gedanken gemacht, tatsächlich BDEW und VKU zusammen, können wir ein eigenes Modell entwickeln. Das haben wir dann dezentraler Leistungsmarkt gesagt. Die Philosophie dahinter ist relativ schlicht. Wenn viel volatile Energie im Markt ist, ist sichere Leistung irgendwann ein hohes Gut. Und über das wollen wir sprechen, wie wir dieses Gut marktwirtschaftlich absichern können und wie wir dieses hohe Gut bepreisen können. Da hieß es um Gottes Willen, 80 Millionen Euro, das ist zu viel. Jetzt sind wir bei 345 Millionen Euro, wenn ich alle Reserven zusammennehme. Von Finanzierungsgerechtigkeit sehe ich nichts, war auch irgendwann mal ein politisches Ziel gewesen. Und zukunftsfähig wurde ja gerade beschrieben, die Aussage war, ja eigentlich wissen wir es nicht. So richtig wissen wir nicht, wie das alles wirkt. Und gleichwohl wurde gerade der Entwurf beschrieben als die größte Reform seit der Liberalisierung der Energiewende, Energiemärkte. Das passt für uns nicht zusammen, denn ich glaube, Herr Wacker, Sie waren es vorhin, der gesagt hat, wir brauchen ein Stück Verlässlichkeit. Und in Kraftwerke, seien es große oder kleine, zu investieren, kostet nicht 1,50 Euro, sondern es sind, sei es für private Unternehmen oder Unternehmen, die einen kommunalen Eigentümer haben, ein Investment, auf das man vertrauen können muss, entweder von den Aktionären oder eben vom kommunalen Eigentümer. Und hier wünschen wir uns wieder ein bisschen mehr Verlässlichkeit, um diese Investitionen tätigen zu können. Schönen Dank, Frau Reiche. Ich glaube, das Kapitel müssen wir mit Dissens hier beschließen und sehen, was im Gesetzgebungsverfahren möglicherweise noch am Rande optimiert werden kann. Herr Barke, ja? Dann Herr Falk. So würde ich das jetzt ungern stehen lassen, weil ich höre jetzt von bestimmten Vertretern immer wieder, bei einer solchen freien Preisbildung werde ich nicht investieren. Dann sage ich, dann lassen Sie es. Es wird andere geben, die werden diese Marktchancen nutzen. Und das wird auf der Nachfrageseite sein, das wird auf der Speicherseite sein, das wird auf der Seite derjenigen sein, die flexible Kraftwerkskapazitäten anbieten, die werden an diesem Markt teilnehmen. Es gibt aus meiner festen Überzeugung keinen Grund anzunehmen, warum eine zahlungsbereite Nachfrage nicht auf ein entsprechendes Angebot treffen wollte.
dass bestimmte Verbände jetzt sagen, wenn wir nicht eine Subventionierung unserer vorgehaltenen Kapazität bekommen, dann bauen wir nicht und nehmen an diesem Markt nicht teil. Das kann ich ja aus einer Interessensposition heraus verstehen. Aber es gibt ja auch keine anderen marktwirtschaftlichen Bereiche, wo wir jetzt als Staat Prämien zahlen für das Vorhalten von Autoausbaukapazitäten oder für die Produktion von Tischen oder Fernsehern oder sonst was, sondern da vertrauen wir überall darauf, dass wenn eine zahlungsbereite Nachfrage da ist, auch ein Angebot kommen wird. Und dafür schaffen wir jetzt den Rahmen. Und Marktwirtschaft heißt ja nicht laissez-faire. Marktwirtschaft heißt ja nicht catch-as-catch-can. Sondern Marktwirtschaft heißt, einen intelligenten Rahmen zu schaffen, in dem die Marktteilnehmer ringen um die effizienteste Lösung. Und das ist genau das, was wir wollen. Mit den bestimmten Verbänden war Frau Müller gemeint, nehme ich an, die sich also kritisch äußern. Vielleicht noch eben eine kurze Erwiderung und dann aber Herr Falk. Ja, ich will die Fröhlichkeit der Runde nicht stören, aber es sind ja nicht nur bestimmte Verbände. Ich kenne auch keinen Finanzinvestor. Ich habe jedenfalls keinen Lebenden getroffen, der vor mir gestanden hat und gesagt hat, darauf reagiere ich mit einer Investition, dass jetzt erstmal eine Menge Menschen das Gefühl haben, sie können Geschäftsmodelle verkaufen, manchmal auch Lastmanagementmodelle verkaufen, die in der Vergangenheit davon gelebt haben, dass sie nicht gezogen haben. Wenn ich das mal auch deutlich sagen kann an dieser Stelle, ist das was anderes. Aber mit den Tischen und den Vergleichen, ich meine, wir haben ja, wenn wir 100 Tische bauen, dann ist es ja so, dass wir 33 zurzeit irgendwie Ahornholz haben und so viel aus einem anderen Holz. Und die restlichen, die sollen dann irgendwie gucken, dass sie ihr Holz da zusammenkriegen. Also sie können den Markt nicht so definieren. In der Residuallast ist ja, sie müssen dann schon die Gesamtkapazität an Erzeugung sehen. Da steigt die Intervention durch den Staat. Sie schaffen gleichzeitig mit der Verlängerung von Reservekraftwerksordnung etc. den Ausnahmezustand weiter, nämlich das Abschaltverbot wird verlängert. Sie ignorieren das Redispatch-Urteil, was es vom aus Düsseldorf da gegeben hat. Also insofern gibt es hier nicht nur von interessierter Seite irgendwie Anmerkungen, sondern von all denen, die sagen, wir sehen ganz genau den Verlauf auch von Kapazitäten. Wir sehen, was rausgeht aus der Kernenergie. Wir sehen, was rausgeht an Kraftwerkskapazitäten, die zur Stilllegung angemerkt sind. Wir sehen, dass jedes Neubauprojekt, wenn es in die nächste Phase kommt, außer Kraft gesetzt wird. Ich finde, so kann man verantwortlich auch dann am Ende des Tages mit dem Industriestandort Deutschland nicht umgehen. Herr Falk. Ja, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass der BEE immer diese Frage von Kapazitätsreserve unterstützt hat und gegen die Kapazitätsmärkte sich ausgesprochen hat. Aber trotzdem ist es mir ein bisschen zu kurz gesprungen, jetzt gerade in dieser Veranstaltung, wo es um Innovation geht und Zukunft geht, nur über die Finanzierung von Großkraftwerken à la BDEW und VKU zu sprechen. Wir reden doch jetzt gerade über eine Chance, den Strommarkt so zu gestalten, dass viele, viele Kraftwerke dezentral betrieben werden können, die auch in eine stetig oder in eine Verlässlichkeit gebracht werden können, sei es im Bereich von virtuellen Kraftwerken, die zusammengeschlossen werden, sei es über Speichertechnologien, die jetzt gerade in auch großem Maßstab gebaut werden von Daimler, von Steag, von Siemens in Deutschland. Und wir haben noch viele andere Möglichkeiten, eben diese Menge von Strom, die auch natürlich fluktuierend ist, so zu verwenden, dass sie wirklich dann auch zum besten Preis verbraucht wird. Ich denke da eben unter anderem auch an die Eigenverbrauchsregelung, an die meines Erachtens auch das BMWi und der Bundestag nochmal ran müssen. Das unterscheidet uns jetzt in der Meinung zum Strommarktgesetz von Herrn Barke und dem BMWi. Aber ich glaube, gerade dort ist ein großes Potenzial. Wir haben aber auch die Notwendigkeit, den regionalen Grünstrom dort an den Mann und die Frau zu bringen, wo er gewünscht und gebraucht wird. Auch das muss nochmal nachgebessert werden. Also wirklich ein großer Strauß an Möglichkeiten, diese Zukunftsherausforderung von Systemsicherheit und Energieversorgungssicherheit zu bewältigen, jenseits eben der Finanzierung von Großkraftwerken, wie es hier angedeutet wird. Also es ist und bleibt fröhlich bei diesem Thema, aber ich bin jetzt ja wirklich auch, und da stehe ich auch gerne in einem industriellen oder einem anderen Wirtschaftsverbandsbereich mal auch in der Kritik für, bin wirklich ein Fan dieser Energiewende, auch im Ausbau der Erneuerbaren. Nur dann muss ich schon sagen, wer ein System selber so ausbaut, so abhängig ist von staatlicher Regulierung, wir reden natürlich bei den Erneuerbaren auch noch weit überhaupt nicht von Preisbildung am Markt oder sonstiges, da erwarte ich dann auch ein bisschen Demut in der Diskussion und hier nicht die Polemik gegen Großkraftwerke. Vielleicht, ich suche mal einen eleganten Ausweg, weil ich befürchte, dass wir das nicht abschließend hier klären können. Es gibt noch zwei Stichworte, die aber schon im Raum stehen, aber noch nicht so abschließend geklärt wurden. Also Lastmanagement, da
verspricht sich das Wirtschaftsministerium auch eine Menge von. Ich habe aber, wenn ich mit Akteuren rede, die da grundsätzlich in Betracht kommen, in der Industrie, wie auch immer, dann dämpfen die eher die Erwartungen, die man da haben kann. Vielleicht, Herr Barke, skizzieren Sie noch mal, was nach Ihren Vorstellungen so möglich ist oder welche Potenziale Sie da noch sehen. Naja, die Potenziale sind das eine. Die Frage, ob sich das dann im Verhältnis zu anderen Optionen, die wir haben, auch tatsächlich realisieren wird, ist was anderes. Die Philosophie, die in dem neuen Strommarktgesetzentwurf jetzt steht, ist, dass wir die unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen, die wir brauchen, weil wir wetterabhängige Stromproduktion aus Wind- und PV-Anlagen haben, die grenzkostennahe Null haben und deshalb am Strommarkt zuerst zum Zuge kommen, weil sie niedrigere Betriebskosten haben als alle anderen Anlagen. Wenn wir also hier mehr Flexibilität brauchen, kann diese Flexibilität hergestellt werden. Entweder durch flexibel regelbare Kraftwerke. Zweitens durch Lastmanagement, drittens durch Speicher und viertens durch internationalen Stromhandel mit unseren Nachbarn. Und was wir jetzt sagen ist, wir werden in diese Flexibilitätsoptionen und deren Wirtschaftlichkeit nicht eingreifen. Der Strommarkt mit der besonderen Verantwortung der Bilanzkreisverantwortlichen, die jederzeit dafür sorgen müssen, für jede Viertelstunde, dass ihr Bilanzkreis ausgeglichen ist, dieser Strommarkt wird dazu führen, dass immer die kostengünstigste der vier Optionen zum Zuge kommen wird. Das heißt, es kommt hier nicht auf Potenziale an, sondern es kommt darauf an, die tatsächlich wirtschaftlichsten Potenziale auch tatsächlich zu nutzen. Und ich glaube, ich bin als Politiker nicht der Richtige, um jetzt vorherzusagen, am Ende dieses Wettbewerbs kommt so und so viel Lastmanagement, so und so viel regelbare Kraftwerke und so viel Speicher dabei raus und so viel Stromhandel. Das weiß ich nicht. Sondern wir schaffen jetzt einen Rahmen, damit dieser Wettbewerb sich um die effizienteste Lösung kümmern kann. Schönen Dank, Herr Barke. Vielleicht genau zu diesem Punkt aus dem Publikum Ideen, Anregungen, Vorstellungen. Ja, wenn, wollen Sie vielleicht? Ja, vielen Dank. Oliver Stahl, mein Name. Gründer und einer der ersten Unternehmen in Deutschland, die Lastmanagement mit Fokus in Industrie aufgebaut haben. Wir haben da ein Riesenpotenzial. Und das Potenzial ist in der Industrie da. Und die Aussage, dass die Industrie nicht gewillt ist, mitzumachen, die ist falsch. Weil wir mehr als 100 Unternehmen aufgeschaltet und weltweit hat meine Firma 9 Gigawatt an Flexibilitäten. 9 Gigawatt. In den USA, wo das ganze Markt begonnen hat, sind heute 30 Gigawatt an Flexibilität vorhanden und 60 Gigawatt an Flexibilität insgesamt, die erschlossen werden kann. Noch ein Beispiel. Südkorea ist vor 3 Jahren mit Bussen zu mir gekommen, meine Firma, und haben sich das angeschaut, wie wir das machen. Südkorea hat vor circa 2 Jahren ein Gesetz erlassen und wir haben heute 2 Gigawatt an Flexibilität, die aktiv im Markt teilnimmt. Frankreich hat alle Märkte geöffnet. Intraday, Day-Ahead, Kapazitätsmarkt und Regelenergiemärkte für Flexibilitäten. Für die Industrie ist das etwas, womit relativ wenig Aufwand, und wir haben die größten Verbraucher in Deutschland schon zum Teil aufgeschaltet, über die Automatisierungstechnik dezentral erzeugende Anlagen, aber auch Flexibilitäten Flexibilität bereitstellen, die in die Regelenergievermarktung reingehen und sie dadurch Geld verdienen können. Und ich bin einfach dafür, dass man mal denjenigen, den es dafür braucht, den Aggregator, der auch der Innovator war, und Stichwort Industrie 4.0 und Internet of Things, da fällt das Thema auch mit rein, dass man den mal definiert. Diesen Aggregator braucht es, um dezentrale Erzeuger, dezentrale Lasten, aber auch Batterien, die zukünftig verstärkt kommen, nutzbar zu machen. Und ich möchte das Plädoyer nochmal hochwerfen, wir müssen mal ins europäische Nachbarn Ausland schauen, Belgien, Frankreich, Schweiz, UK, die all das ermöglicht haben. Und ich bin beim Herrn Barke, wir brauchen den Markt, wir brauchen den Wettbewerb, wir wollen keine Bevorzugung, wir müssen auch die Bilanzkreise ausgleichen und die dafür bezahlen. Aber da haben wir ein innovatives Thema mit relativ wenig Potenzial zu heben. Ich sage, wir haben ein Potenzial in der Industrie von ca. 9 Gigawatt. Und dieses Potenzial aufgenommen bedeutet auch weniger Ausbau an Netzen in manchen Bereichen. Das ist ein Plädoyer, das möchte ich einfach mal deutlich sagen. Und genau. Herzlichen Dank. Herr Barke, wollen Sie darauf reagieren? Ja, sehr gerne. Also genau das, was Herr Stahl jetzt gerade geschildert hat, was in vielen Ländern schon funktioniert, dafür schaffen wir jetzt den gesetzlichen Rahmen.
Wir wollen, dass Unternehmen wie Ihre tätig werden, Aggregatoren, die schauen, wo sind kostengünstige Flexibilisierungsoptionen. Dann wird der eine vielleicht schwerpunktmäßig mehr auf Speicher setzen, der andere mehr auf Lastmanagement, der andere wird Speicher und Lastmanagement kombinieren, der dritte vielleicht noch mit dem internationalen Stromhandel oder jemand stellt sich noch eine Gasturbine dahin, die in den Fällen einspringt, wo die anderen Optionen nicht da sind. Das ist genau die unternehmerische Tätigkeit, die wir jetzt wünschen. Und Herr Stahl hatte mich vorhin angesprochen und gesagt, wir sollten da jetzt den Aggregator definieren im Gesetz. Ich habe noch nicht so ganz den Sinn verstanden, aber da sind wir offen für eine Diskussion und Sie werden mir ja sicherlich nochmal Ihren Vorschlag schicken, den wir dann gerne prüfen. Ja, bitte. So, auch zwei Fragen an Herrn Barke und Sie waren vorhin nicht da. Mein Name ist Freiheit, ich bin aus Baden-Württemberg und habe zwei Fragen. Zu einem, was ich nicht verstehen kann, gerade im Süden von Baden-Württemberg oder im Süden von Deutschland hat man sich ja bis 1. August 2014 gefreut, Eigenstrom zu produzieren. Und jetzt die Frage an Sie, wieso macht man da eine EEG-Abgabe auf Eigenstrom? Weil die Mittelständler haben wirklich Lust gehabt, die CO2-Emissionen zu senken, die dezentrale Stromversorgung, dann tagsüber in Batterien, die auch noch gefördert werden soll. Also da diesmal die erste Frage, wieso eine EEG-Abgabe für die Zukunft, ist es nicht sinnvoll, die abzuschaffen? Der Umweltminister in Baden-Württemberg plädiert seit ein paar Tagen für das Thema, die gehört weg. Das zweite Thema. Vorhin war der Herr Wacker hier und hat gesagt, also er verbraucht 0,8% des gesamten Stromes in Deutschland. Für die Zukunft ist Speicher sehr, sehr wichtig. Es gibt einen großen Speicher hier in Deutschland, das ist das Gasversorgungssystem. Mit dem Gasversorgungssystem könnte man monatelang Deutschland mit Strom versorgen. Die erste Anlage, Power to Gas, überschüssigen Strom zu Erdgas, wurde von Audi gebaut vor 3 Jahren. Diese Anlage möchte Audi nächstes Jahr abschalten, weil sie EEG-Abgabe zahlen muss für den Strom, den sie fast geschenkt kriegt von den Nordwind-Anlagen, die ja ihrer Meinung nach abgeschaltet wurden und mit Vergütung. Also das ist eigentlich auch ein völliger Blödsinn. Die zweite Frage an Sie, das gehört doch absolut gefordert. Power to Gas, in erneuerbaren Strom, in Erdgas und die EEG-Abgabe weg, die ja 6 oder 7 Cent kosten soll. Bei allen Problemen, die VW hat mit der Emission überhaupt, wäre das doch eine tolle Geschichte, CO2-neutrale Erdgasverbrennungsmotoren erzeugt von von Solarstrom. Das ist die zweite Frage. Also vielen Dank für Ihr engagiertes Plädoyer für Eigenstromerzeugung und Speicher. Ich bin sehr dafür, dass diese Maßnahmen gemacht werden. Aber wir wollen, dass es bei der Energiewende erstens effizient zugeht und zweitens auch gerecht. Und bei der Eigenstromerzeugung wird nicht in erster Linie deshalb Strom in Eigenregie produziert, weil er dort kostengünstiger produziert werden kann, sondern weil man aufgrund unseres Rechtsrahmens Kosten, die eigentlich man selber verursacht, man durch andere zahlen lassen kann. Ich will Ihnen das ganz kurz deutlich machen. Wenn Sie heute eine Solarstromanlage haben, sagen wir jetzt mal in einem privaten Haushalt, dann können Sie den Strom vielleicht zu 10-15% selber nutzen. Mehr geht nicht, weil Sie nicht dann zu Hause sind, in der Regel, wenn die Sonne scheint und wenn die größte Stromproduktion da ist. Wenn Sie jetzt einen Speicher einsetzen, dann können Sie bis zu 80% des Stroms nutzen. Also erstmal, dadurch wird keine Kilowattstunde mehr erneuerbarer Strom produziert und dadurch wird auch keine Tonne CO2 vermieden, sondern es findet eine Stromproduktion statt, die deutlich teurer ist, 10 Cent, 12 Cent, und die sich jetzt in der Eigenstromerzeugung nur deshalb rechnet, weil man, wenn man den Strom selber verbraucht, man keine EEG-Umlage zahlen muss, keine Netzentgelte zahlen muss, keine Konzessionsabgabe und so weiter und so fort. Diese Kosten verschwinden aber nicht. Diese Kosten, die man dann selber nicht trägt, weil man ja diesen Speicher dann hat, die tragen andere. Das heißt, die Privilegierung, die man da bei der Eigenstromerzeugung schafft, die führt nicht zu dem Einsatz von effizienteren Kraftwerken, sondern die führt dazu, dass man eine Kostenverschiebung hat bei den Privilegierten und die anderen zahlen die Rechnung. Und da sage ich mal, das ist jetzt nicht etwas, wo ich noch sagen muss, das müssen wir jetzt noch fördern. Ich glaube, dass die Speicher kommen werden. Das sehen wir heute schon. Die Speicher werden zum Beispiel neben großen Kohlekraftwerken gebaut,
weil Regelenergie heute mit dem modernen Speicher kostengünstiger hergestellt werden kann als mit einem Kohlekraftwerk, also die Prognoseschwankungen ausgeglichen werden können. Ich glaube auch, dass wir ansonsten Speicher erleben werden. Die Kosten kommen da genauso runter wie in der Vergangenheit bei PV. Diese Dinge werden sich durchsetzen. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Wir fördern sowohl Power-to-Gas als auch die anderen Speichertechnologien mit Riesensummen über unseren Forschungsetat. Wir wollen, dass es dort technischen Fortschritt gibt. Aber nochmal, wir müssen auch dafür sorgen, dass es an dieser Stelle gerecht zugeht und dass nicht Energiewende begriffen wird als die Maximierung von Partikularinteressen, sondern dass hier das Gemeinwohl in den Vordergrund gestellt wird. Und da, wo etwas sich nur rechnet, weil andere die Rechnung bezahlen, da würden wir sagen, da widersprechen wir auch gerne mal. Dazu noch ein Satz von Herrn Hohmann und dann von Herrn Falk. Ja, vielen Dank. Ich habe mich ja bewusst zum Strommarktdesign nicht geäußert, weil die Fachaufsicht dabei sitzt und natürlich die Fachaufsicht immer recht hat. Deswegen habe ich jetzt hier aber eine Bemerkung doch zu machen. Das ist nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem. Herr Bark hat das aus meiner Sicht richtig dargestellt, sondern das ist auch ein Problem dann, wie wir mit den Netzen anschließend umgehen. Denn alles, was in Eigenversorgung stattfindet, findet statt ohne Rücksicht auf die jeweilige Netzauslastung und auf das Netzdesign. Und das ist ein Problem für das Netz. Am Ende, wenn man sich nur selber optimiert, und das muss man bitte schön dann auch mit bedenken. Und der zweite Punkt, den man mit bedenken muss, wenn dann wieder erwarten, und das hoffen wir doch alle, irgendwann die Umlagen mal wegfallen können, weil sich das doch am Ende vielleicht irgendwann mal selber trägt, das ganze System, dann ist dieses Geschäftsmodell, das darauf baut, dass man Umlagen spart, von einem Tag zum anderen futsch. Und dann werden diejenigen, die jetzt sich beschweren, wiederkommen und sagen, das müsst ihr doch uns noch länger verlängern, weil wir doch bisher darauf gesetzt haben. Und auch aus diesem Grunde, glaube ich, sind alle Geschäftsmodelle, die darauf setzen, dass man Umlagen spart, haben keine Zukunft. Fachaufsicht stimmt ausdrücklich zu. Herr Falk, stimmen Sie auch zu? Nein, ich fürchte, ich bin der Einzige hier von uns fünf Diskutanten, der nicht zustimmt beim Thema Eigenerzeugung, Eigenverbrauch. Es gibt ja auch ein ökonomisches Argument für den Eigenverbrauch, und zwar ganz einfach die PV-Anlage, die sonst 11 Cent sozusagen EEG-Vergütung bekäme und dieser eben nicht beansprucht, weil sie eigenverbraucht, ist, entlastet das gesamte System. Und demgegenüber die, lassen Sie es mal 6 Cent, denn eben EEG-Umlage einzuzahlen, bringt das System auch nicht weiter, das EEG-Konto. Von daher würde ich da wirklich dafür plädieren, etwas liberaler mit diesem System oder mit dieser neuen Welt umzugehen und zu sagen, wer eben solche Geschäftsmodelle entwickelt und auch im jetzigen Marktrahmen, der soll es tun, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht irgendwann sich noch weiter verändert, aber trotzdem ist es richtig. Und ich glaube auch, es wird auch kein Politiker und kein Beamter verhindern, dass zukünftig immer mehr Menschen sich auf Eigenerzeugung auch fokussieren. Und damit muss man umgehen, auch als Staat, als Gesellschaft, als Wirtschaft und sagen, gut, wenn das Problem allerdings dann die Netzentgelte sind und die Finanzierung des Netzes, dann müssen wir daran arbeiten, aber nicht über diesen Umweg des EEG-Kontos. Das, denke ich, sollte voneinander deutlich getrennt werden. Von daher verpufft dann auch das Argument der Entsolidarisierung sehr deutlich, wenn man dieses beides mal voneinander trennt. Schönen Dank, Herr Falk. Stichwort Netze, spielt immer wieder rein in die Debatte und jetzt gibt es dieses gerade ein Vorhaben, das Erdverkabelungsgesetz, das eine Menge Wirbel ausgelöst hat. Herr Hohmann, wenn Sie das lesen, wird Ihnen da nicht Angst und Bange, mit welchem technischen und finanziellen Aufwand das betrieben werden soll? Welche Unsicherheiten sind damit verbunden und welche Probleme? Naja, wenn ich mir unter den ganzen Gesetzen, die jetzt sozusagen im Prozess, im parlamentarischen Prozess sind, das aussuchen dürfte, was mir am liebsten ist, dann ist das Erdkabelgesetz und zwar mit Abstand. Und zwar aus einem einfachen Grunde, weil nicht nur ich, sondern viele Kolleginnen und Kollegen der Bundesnetzagentur jetzt seit 2-3 Jahren vor Ort unterwegs sind. Ich behaupte manchmal, ich kenne fast jeden Strommast inzwischen. Und eben erlebt haben vor Ort, dass wir mit Freileitung schlicht nicht durchkommen. Und wenn wir nicht nur Zeit verlieren mit Freileitung, sondern das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist das für mich ein unheimlich wichtiges Gesetz, das Erdkabelgesetz. Und ich finde auch, das muss ich dann auch mal loben bei der Gelegenheit, das ist auch der Formulierungsvorschlag, der ist auch intelligent gemacht, jedenfalls aus Sicht einer Genehmigungsbehörde, die wir ja auch noch sind, in dem dort sehr klare Regeln sind, die man auch umsetzen kann, die wenig Spielraum lassen für ellenlange Debatten vor Ort und immer neue Diskussionen. Das sozusagen vorweg zur Konstruktion des Gesetzes. In der Sache, ja, es wird teurer.
Es kostet am Anfang auch Zeit, weil viele Prozesse neu aufgesetzt werden müssen. Aber ich bin überzeugt, diese Zeit sparen wir am Ende wieder ein, jedenfalls im Vergleich zur nicht gebauten Freileitung. Und deswegen halte ich das so für gut, wie das gemacht ist. Das ist heute Morgen gesagt worden, dass wir keine 100% Erdverkabelung kriegen. Das ist ja den meisten klar. Ein paar Bürgerinitiativen vielleicht ausgenommen, die davon träumen, dass man 100% Erdkabel bekommt. Es werden keine 100% sein, aber es werden sehr viel mehr sein, als bisher immer in der Debatte gewesen sind. Und ich halte das ausdrücklich für richtig, weil ich überhaupt nicht sehe, wie man anders dieses Problem lösen will. Und was die Kosten angeht, da genügt ja nochmal der Hinweis auf die Redispatch-Kosten. Wir zahlen im Moment sehr, sehr viel Geld. Jedes Jahr wiederkehren dafür, dass wir diese Engpässe umfahren. Im Moment bei knapp 200 Millionen, vorhin fiel schon die Zahl, 2020 rechnet Tenet jedenfalls mit 1 Milliarde. Das heißt, das sind jährlich wiederkehrende Kosten, die nur deswegen anfallen, oder zu einem großen Teil jedenfalls nur deswegen anfallen, weil die Netze nicht gebaut werden. Es kommt das mit dem schönen Wort Einspeisemanagement versehene Geld dazu. Einspeisemanagement heißt nichts anderes als Abregeln von Energie im Norden. Und das wird entschädigt, sind im Moment knapp 100 Millionen im Jahr, etwas über 80 sind es genauer gesagt. Das heißt, eine ganze Reihe von Kosten, glaube ich, die man sich ersparen kann, wenn man einmalig in das Netz entsprechend investiert. Und letzte Bemerkung, was da an Zahlen rumgeistert, ich glaube keine davon. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich in der Lage ist, seriös zu sagen, was das kosten wird am Ende. Nur eins ist klar, die Kosten verteilen sich über viele Jahre und das, was da an Investitionen ansteht, das wird man immer umrechnen müssen in jährliche Kosten und dann sieht das gerade auch im Vergleich zur EEG-Umlage ausgesprochen freundlich aus, was dort in diesem Bereich investiert werden muss. Noch eine Nachfrage. Wir lassen uns da also auf etwas ein, wo wir eine Kostenschätzung auch nicht mal näherungsweise hinbekommen. Ist das nicht auch schwer vermittelbar? Also ob das 10 oder 15 oder am Ende 25 Milliarden werden, ist das gleichgültig? Natürlich ist das nicht gleichgültig. Man wird natürlich die kostengünstigste Variante am Ende wählen. Wir müssen zum Beispiel mehr Hersteller von Kabeln haben. Wir haben noch viel Zeit, bis das erste Kabel tatsächlich bestellt werden muss. Das müssen ja die Planungsprozesse alles vorher ablaufen. Das heißt, wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Bis dahin entwickelt sich hoffentlich auch eine Kabelindustrie. Im Moment haben wir im Wesentlichen einen Anbieter. Kann ich nur alle auffordern, die da Ideen haben, eine solche Kabelproduktion aufzubauen, und zwar in Deutschland, wenn es geht. Also da wird sich was tun müssen. Und ich glaube auch, was Verlegetechniken vieles mehr angeht, da wird sich noch einiges tun. Und trotzdem behaupte ich, auch die Mehrkosten, wie hoch sie immer sein mögen, das ist im Vergleich zu manchen anderen Ausgaben, die wir mit der Energiewende verursacht haben, eine noch ausgesprochen sinnvolle Ausgabe. Frau Reiche. Nein, wir haben nur gerade überlegt, ob wir ab morgen was anderes machen wollen, zum Beispiel Kabel produzieren. Ich hoffe nur, also zum einen ist es richtig und es ist sicherlich schon oftmals betont worden, ohne Akzeptanz keine Energiewende. Und all die Versuche, die in Bayern gemacht wurden, mit jeder Bürgerinitiative zu sprechen, die Erfolge waren immer übersichtlich. Insofern kann man nur hoffen, dass das, was wir jetzt haben, zur Befriedung führt. Aber ich habe zwei Anmerkungen dazu. Erstens, ich glaube es nicht, weil diverse Bürgerinitiativen jetzt schon wieder unterwegs sind und naturschutzfachliche Gründe gegen Erdkabel aufführen. Und ob das Planungsprozesse verkürzt, ich weiß es nicht. Ich frage mich das einfach nur relativ besorgt. Zweitens, momentan schauen alle auf die EEG-Kosten, die wir auch immer wieder in den Blick nehmen müssen. Aber die versteckten Kosten, die sich in den Netzentgelten wiederfinden, sind auch das Gegenteil von Transparenz. Und wenn man Bürgerinnen und Bürger sagen will, was kostet die Energiewende, dann gehört Transparenz in auch diesen Teil der Kosten sicherlich zumindest zur Wahrheit dazu. Dritte Anmerkung, dann hätten wir, wenn es dann so kommen und die Kabel alle da sind und die auch alle verlegt sind, haben wir aber den größten Teil des Netzes, die Verteilnetze mit 650.000 Kilometern, wo die ganzen erneuerbaren Energien einspeisen. Die Energiewende findet ja zu 97% auf der VNB und nicht auf der ÜNB-Ebene statt. Ich weiß sehr wohl, was da im Norden gebaut wird an Wind, das muss in den Süden, gar keine Frage. Aber richtig, knietschen tut es doch bei den Verteilnetzen. Die müssen sehr schnell ertüchtigt werden und das ist mindestens eben so spannend. Da haben wir kein Akzeptanzproblem, aber da haben wir ein Finanzierungsproblem und wir haben ein Problem von Regulierung und eine Herausforderung, wenn es um das Thema Daten geht. Aber ich will es jetzt erstmal belassen, aber das sind die Punkte, die uns eher hier auch umtreiben. Frau Müller.
Ja, ich will das ausdrücklich unterstützen und ich will das Kind da auch beim Namen nennen. Katharina Reicher hat es ja schon begonnen, das Thema Anreizregulierungsverordnung, wo eine dezidierte Verbesserung der Situation im Koalitionsvertrag beschlossen würde, steht völlig in den Sternen momentan. Die Länderposition ist ja auch hier eindeutig gegenüber den Bundesvorschlägen mit 16-0 ablehnend. Die Fragen von Zeitverzug und anderen Dingen, die hier nach wie vor nicht geregelt werden, ich halte das für sehr bedenklich, auch jetzt die permanente Verschleppung dieses Themas. Ich kann das nur ausdrücklich unterstützen, gerade wenn man auch sagt, Energiewende wird zu mehr Dezentralität führen, was richtig ist, dann muss hier dringend einiges erfolgen. Da wäre mit ganz wenig Geld im Verhältnis zu dem, was wir hier bei den Erdkabeln gerade in die Hand nehmen, am Ende des Tages viel Gutes für die Energiewende erreicht. Und ich will auch ausdrücklich unterstützen, ich glaube, das Thema Transparenz muss zunehmen. Also ich finde schon dieses, wir wissen nicht so genau, was das da an Kosten produziert, finde ich schon auch eine schwierige Aussage. Am Ende des Tages finde ich, dass Politik da auch eine Folgenabschätzung macht und nicht am Ende des Tages das einfach nur in den Netzentgelten dann versteckt an dieser Stelle. Herr Barke, vielleicht mal eine Nachfrage dazu. Beim Thema Anreizregulierungsverordnung und den Plänen, die zu ändern, sind die beiden Themen Zeitverzug und Halbierung oder Änderung Schwellenwert, das sind die Reizpunkte. Ich habe jetzt länger nichts gehört. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist. Vielleicht sagen Sie mir einfach mal, was Ihr Haus plant, wie das möglicherweise in Ihr Gesamtkonzept jetzt noch passt und was als nächstes passiert. Gestatten Sie mir, dass ich zu beiden Sachen was sage, also Übertragungsnetze und Anreizregulierungsverordnung. Bei den Übertragungsnetzen sagen wir ja nicht, wir machen das jetzt mal, aber wir wissen nicht, was es kostet. Sondern wir haben natürlich Kostenangaben gemacht, die haben allerdings eine gewisse Bandbreite. Und der eine oder andere sagt jetzt, weil die Bandbreite so groß ist, wir wüssten ja nicht, was es bedeutet. Also es kann schlimmstenfalls die obere Kante der Bandbreite sein, wenn es aber günstig ist und viele Wettbewerber in Zukunft sich auf den Weg machen, dann kann es auch die untere Bandbreite sein. Das wissen wir nicht, ob die obere oder die untere Kante erreicht wird, aber es ist ein überschaubarer Betrag und er ist jedenfalls wesentlich günstiger, als die Stromnetze nicht auszubauen. Und was jetzt die Bürgerinitiativen betrifft, ich kann mich ja noch gut daran erinnern, wie wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hier darüber diskutiert haben, ob wir ein Hochgeschwindigkeitsnetz bei der Bahn brauchen. Da hat es auch viele Leute gegeben, die gesagt haben, das alte Netz ist so wunderbar und für ein paar Minuten schneller sollen wir jetzt die ICE-Trassen nicht bauen. Das haben wir auch hingekriegt, weil am Ende sich die richtigen Argumente durchgesetzt haben. Und wir haben jetzt einen großen Schritt auf die Bürgerinitiativen zugemacht, indem wir gesagt haben, wir räumen den Erdkabel einen Vorrang ein. Vorrang heißt nicht, dass wir im Norden unter die Erde gehen und im Süden wieder rauskommen, sondern dass man jetzt ganz genau unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten abwägt, ist jetzt das Kabel die bessere Lösung oder ist es die Freileitung? Sie werden durch ein Moor aus Naturschutzgründen kein Kabel legen, da werden Sie drüber gehen. Selbstverständlich werden Sie auch nicht eine Hochspannungsleitung über einen Siedlungsbereich legen. Das heißt, es wird jetzt mit dem Vorrang für die Erdkabel ein neues Planverfahren geben. Und ich habe in der Tat, so wie Herr Hohmann, die Hoffnung, dass wir damit die Konflikte mindern können. Die Illusion, am Ende stimmen alle zu, die habe ich nicht. Aber schauen Sie mal an, wie wir gestritten haben über die zentral wichtige Thüringer Strombrücke. Und am Ende ist das jetzt vor fast einem Jahr von der thüringischen und von der bayerischen Behörde genehmigt worden. Und es gibt nicht mal eine einzige Klage. Die Leitung wird in wenigen Monaten fertig sein. Also wir sollten nochmal aufhören, die Energiewende immer mit einzelnen Teilen schlecht zu reden. Es geht an diesen Stellen voran. Es ist manchmal mühsam. Glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, wo jeder auch seine Meinung äußern kann. Man darf auch protestieren. Es ist unsere Aufgabe dafür, praktikable Lösungen zu finden. Ich glaube, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind. Und damit komme ich jetzt auch zu der Anreizregulierungsverordnung. Wir haben ja mit unserer 10-Punkte-Energieagenda für jeden transparent deutlich gemacht, was wir wann anpacken wollen. In der Tat, Anreizregulierungsverordnung steht jetzt an. Die Bundesnetzagentur hat das bisherige System ausgewertet, ist zu dem Schluss gekommen, dass das, was auch mal vor ein paar Jahren noch als unmöglich dargestellt wurde, dass man sich nämlich mit einem Effizienzvergleich der Regulierung nähert und alle anderen sich messen lassen müssen an denjenigen, die am effizientesten das Netz betreiben. Das ist vom Grundsatz her richtig. Jetzt geht es um eine Fortschreibung. Wir wollen die Anreizregulierung auch nicht abschaffen, sondern wir wollen sie jetzt weiterentwickeln. Da geht es auch darum, dass wir diejenigen, die wir bisher auslassen, weil sie klein sind, zum Teil jedenfalls damit reinnehmen. Das ist mit einer der Diskussionspunkte, weil die gegenwärtige Regelung
führt dazu, dass auch wenn es vielleicht wirtschaftlich vernünftig ist, man sich nicht zusammenschließt, weil man auf diese Art und Weise sich dem Effizienzvergleich nicht stellen muss. Da sind wir der Auffassung, da müssen wir drüber reden. Es gibt auch Leute, die sagen, auch die, wie viel sind es, Herr Hohmann, 9,5% Rendite sind nicht genug. 9,5% Rendite nicht genug, würde ich jetzt gerne auch mal in ein Streitgespräch gehen, dass da einige wieder ausschließlich die Anbieterseite sehen und nicht die Seite der Kunden, die das alles bezahlen müssen. Das verstehe ich. Ich kann auch mit jedem Kommunalen gut darüber reden, dass der sagt, ich brauche mehr Geld, weil ich andere Bereiche damit finanzieren muss. Ja, aber wir haben auch als Staat eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass mit den Entgelten der Stromkunden sorgfältig umgegangen wird. Und wir werden da eine Lösung finden. Wir sind da auch bereit zu neuen Ansätzen und sind im Moment auch im Gespräch. Und wir werden die Anreizregulierungsverordnung, so wie wir das angekündigt haben, auch jetzt in diesem Jahr angehend und im nächsten Jahr dann abschließen. Frau Müller. Naja, die Sensibilität um den Stromkunden, die hätte ich gern beim Erdkabel. Wo war, ich meine, damit wir auch mal über Zahlen reden. Also ich kenne so 8 bis 11 Milliarden. Ich wüsste nicht, dass die Anreizregulierungsverordnung so teuer ist, wenn man das macht. Auch bei den 2 GW, die da für Bayern kommen. Also ist immer schön, wenn man dann den Stromkunden entdeckt, wenn es einem gerade passt. Ich will nur sagen, ich möchte hier, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird an dieser Stelle, wie übrigens auch an einigen anderen Stellen. Steuerbefreiung für Erdgasautos und vieles andere mehr, was in diesem Koalitionsvertrag nach langem Verhandeln mit 15 Ministerpräsidenten, glaube ich, die da beteiligt waren, festgehalten worden ist. Es gibt einen Brief, den haben VKU und BDW gemeinsam geschrieben, haben über 500 Unternehmen hier angemahnt, dass es klaren Handlungsbedarf gibt. Es ist ein Spitzengespräch durch den Bundeswirtschaftsminister in dieser Frage zugesichert. Ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass man hier gegen die politische Verabredung an dieser Stelle arbeitet und finde das äußerst unbefriedigend. Meine Damen, meine Herren, zum Thema Netze, Anreizregulierungsverordnung, Erdverkabelung, wie auch immer noch von Ihnen Fragen? Ja, bitteschön. Ich würde noch mal gerne ein Stichwort hineinwerfen, dieser betauschten Firma Deal, und zwar das Stichwort Tarife. Wann sozusagen gibt es und wird die Einführung kommen von Last- und zeitvariablen Tarifen, beziehungsweise welche weiteren Voraussetzungen müssen dafür getan werden? Ich meine, wenn wir über Lastmanagement reden, dann sind wir irgendwo mal ganz schnell beim Thema Tarife. Ich würde gerne jetzt zu 3 Dingen nochmal Bemerkung machen, auch zu dem letzten. Einmal das Thema Transparenz, das wurde vorhin so abgehandelt nach dem Motto, man müsse die Transparenz haben, wie viele Milliarden das am Ende sind, ob das 3 oder 8 oder 11 oder 12 sind. Das ist, glaube ich, nicht das Thema beim Thema Transparenz der Netzentgelte. Es ist die Frage, was alles in die Netzentgelte reingepackt wird, obwohl es mit Netzen wenig zu tun hat. Ich will es nicht weiter ausführen, aber da lassen sich einige Beispiele finden, dass da eben Kosten reingedrückt werden, die man nicht so gerne offenlegen will möglicherweise und die deswegen in die Netzentgelte eingehen. Und das macht mir natürlich als Netzagentur Sorge, weil wir am Ende den Kopf hinhalten müssen für in jedem Fall kräftig steigende Netzentgelte. Die Netzentgelte werden die Kostentreiber sein in der vor uns liegenden Zeit. Zweitens Anreizregulierung. Es sind Vorschläge gemacht worden von der Bundesnetzagentur, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die den Forderungen aus der Branche entgegenkommen. Das ist der Branche alles nicht genug. Es werden Maximalforderungen aufgestellt und die kosten natürlich viel Geld, 6 Milliarden, um das mal auf eine Zahl zu bringen. Und das sind Kosten, da kann man wieder drüber streiten, wie sinnvoll das ist, diese Kosten dem Bürger aufzubürden, dafür, dass dann Netzbetreiber mehr Geld einnehmen, das dann ganz woanders in den Kassen der Kommunen dann verwendet wird. Das ist eine offene Frage, darüber muss man dann auch offen und ehrlich diskutieren. Ist jedenfalls nicht so, dass die Netzbetreiber bisher nicht in der Lage waren, ihre Investitionen zu pflegen oder den Bestand zu erhalten und was auch immer. Und für die Neuinvestitionen gab es schon immer extra Geld. So, und deswegen haben wir vorgeschlagen, den Zeitverzug zu beseitigen. Deswegen ist das eigentlich gar kein Diskussionspunkt. Der Zeitverzug, da ist unstreitig, dass der weg soll. Da braucht man sich gar nicht drüber zu streiten. Es geht um die weitergehenden Forderungen, die damit verbunden sind. Tarife. Ich denke, es steht an, eine Netzentgeltsystematik, die renoviert werden muss unter verschiedenen Gesichtspunkten. Herr Tillich hatte heute Morgen Punkte angesprochen, vermiedene Netzentgelte, 1,5 Milliarden pro Jahr, vermiedene Netzentgelte, die gar nicht vermieden werden. Das ist ein teurer Spaß, der zu regionaler Ungleichbehandlung führt, der die Flächenländer im Osten stärker belastet als andere Länder.
Da gibt es Vorschläge hier aus dem Ministerium, sozusagen den Einstieg zu suchen in den Abbau der vermiedenen Netzentgelte, halte ich für richtig. Wir werden über viele andere Dinge in dem Zusammenhang auch diskutieren müssen, meinetwegen auch über lastvariable Tarife. Aber das ist ja ein dicker Brocken, ein dickes Paket und da gibt es nicht die ganz einfache Lösung, so nach dem Motto Grundpreis rauf, andere den Arbeitspreis runter. Das trifft dann die Kleinstkunden und kleinen Haushalte. Also da steckt auch sehr viel sozialer Zündstoff drin, deswegen sorgfältig mit diesem Thema umgehen. Frau Reiche. Ja. Ja, vielleicht noch zwei Anmerkungen von meiner Seite. Das eine, Sie sagten gerade, Zeitverzug streichen ist unstreitig. Das hören wir aus dem Wirtschaftsministerium vollkommen anders. Das ist ein Riesenfaustpfand und wenn man sich den streichen lassen will, müssen andere enorme Auflagen erfüllt werden. Und wir reden über Effizienzwerte, die man schwer, eigentlich gar nicht physikalisch erreichen kann. Wir reden über Bürokratie. Ich will, Herr Hohmann und Herr Barke, sehr wohl sagen, dass das Thema Kooperation vor Ort ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir auch proaktiv vorantreiben wollen. Und es ist bestimmt nicht Schuld des Netzbetreibers, wenn eine Kommune klamm ist. Wenn ich nach NRW gucke, wird einem sowieso ganz schwummerig, was da passiert. Aber ich finde, man muss es so organisieren, dass Ertüchtigung im Netz auch für kleinere Unternehmen möglich und machbar ist. Mit einem Vorteil würde ich ganz gern aufräumen. Es wird gesagt, bei 9% tun, das heißt kommunale Unternehmen für Teilnetzbetreiber, alles Kupfer in die Erde, was so geht, Hauptsache, da kommt was raus. Also ich glaube, diese Unterstellung, dass man verbuddelt auf Teufel komm raus, ob es gebraucht wird oder nicht, das ist an der Realität vorbei. Auch hier haben die Verteilnetzbetreiber ihre betriebswirtschaftlichen Restriktionen, sie haben ihre Aufsichtsgremien. Das finde ich dann schon arg polemisch, wenn man argwöhnt, wenn es nur ein bisschen Rendite gibt, dann wird dann in die Erde verlegt, was der Teufel, was sozusagen, was es hergibt. Das möchte ich doch ausdrücklich nochmal hier klarstellen und hoffentlich ins rechte Licht rücken. Herr Barke, hatten Sie noch eine Anmerkung? Naja, wenn wir das Publikum hier einbeziehen mit Fragen, dann sollten wir uns schon bemühen, die Fragen aus dem Publikum auch zu beantworten. Und die Frage war gerade, wie ist denn das jetzt eigentlich bei variablen Tarifen? Wann kommen die? Und erst einmal, es hindert heute eigentlich jemand daran, einen solchen variablen Tarif anzubieten. Wir haben im Moment noch keine standardisierten Smart Meter. Das Kabinett hat gerade letzte Woche Mittwoch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Und das sieht auf der einen Seite vor, dass bestimmte Dinge standardisiert werden, eben auch die Smart Meter und die Gateways, die sie dafür brauchen. Weil das ist etwas, was nur der Staat regeln kann. Wirtschaft wird sich darauf nicht verständigen, das machen wir damit. Zweitens regeln wir den ganzen Themenkomplex Datenschutz. Gibt es ja viele Befürchtungen. In anderen Ländern sind auch Smart Meter Rollout-Konzepte daran gescheitert, dass der Datenschutz nicht vernünftig geregelt worden ist. Das ist hier jetzt ein sehr, sehr anspruchsvolles Datenschutzkonzept. Das wird verhindern, dass, wenn Sie sich an einen Smart Meter anschließen, jemand anders dann genau weiß, wann Sie Fernsehen gucken und wann Sie ins Bett gegangen sind. Und drittens regeln wir den Rollout. Und den Rollout, das muss man erstmal nochmal in Erinnerung rufen, der ist in Europa eigentlich einheitlich geregelt. Eigentlich müssen wir in Zukunft flächendeckend Smart Meter haben, es sei denn, ein Mitgliedstaat entscheidet sich, aufgrund von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen selektiv vorzugehen. Da wir die Energiewende kostengünstig gestalten wollen, haben wir diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Smart Meter, die ja Kosten verursachen für das Installieren und für das Ablesen, dass die sich jetzt erst einmal nur für die wirklich großen Stromverbraucher mit 10.000 Kilowattstunden Stromverbrauch und mehr rechnen. 12.000, glaube ich. Vielleicht habe ich es jetzt nicht richtig in Erinnerung. Jedenfalls, das werden jetzt die Größenordnung sein, wo wir mit anfangen und dann gehen wir runter, demnächst auf Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden und schreiben Maximalpreise für die Smart Meter vor. So, das wird diejenigen, die einen normalen Haushalt haben, erstmal gar nicht betreffen. Also ein normaler Vier-Personen-Haushalt, der jetzt nicht mit Strom Auto fährt und nicht mit Strom heizt, hat einen Verbrauch von ungefähr 3.500. Für die rechnet sich auch der Smart Meter nicht. Wenn Ihnen da jemand ein Angebot mit variablen Tarifen macht, dann werden Sie, wenn Sie jetzt den Smart Meter installieren und dafür jährlich Kosten Ihnen in Rechnung gestellt werden, sagen, aber der variable Tarif bringt ja das gar nicht rein, was ich da zusätzlich zahlen muss. Ja, das ist im Moment so. Und deshalb zwingen wir ja auch die Smart Meter und die variablen Tarife niemandem auf,
sondern sagen, die großen Stromverbraucher und übrigens auch die Stromerzeuger, auch die dezentralen Stromerzeuger, also die Windkraftanlagen und die PV-Anlagen, werden auch ein solches technisches Gerät bekommen, damit wir mehr wissen, was im Stromnetz passiert. Das ist im Moment das Konzept. Also Smart Meter dürfen Sie in Zukunft freiwillig und auf eigene Kosten einbauen. Es wird alles standardisiert sein und rechtlich der Datenschutz geregelt sein. Aber man wird Ihnen den nicht aufzwingen, es sei denn, Sie fahren schon mit Autostrom oder heizen mit Strom und haben einen entsprechend höheren Verbrauch. Dann wird er für Sie zum Pflichteinbau. Herr Barker, Sie haben ja jetzt das Stichwort schon genannt, Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, war am Mittwoch im Kabinett. Eine zentrale Frage oder ein wichtiger Punkt dabei ist, etwas salopp verkürzt gesagt, wer bekommt eigentlich die Daten und macht ein Geschäft daraus? Zunächst mal haben da wohl die Übertragungsnetzbetreiber eine starke Rolle. Was können oder sollen die damit machen und wie können andere diskriminierungsfrei partizipieren? Das ist eine große Befürchtung, dass Leute sagen, ja, wer hat die Herrschaft über die Daten und werden dann sozusagen unsere Daten genutzt und dann am Markt verhökert. Dass es dafür einen Markt gibt, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es ist eindeutig in dem Gesetz geregelt, in dem Gesetzentwurf geregelt. Er ist ja noch nicht Gesetz, weil der Bundestag noch nicht darüber entschieden hat. Also es ist eindeutig in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung geregelt, dass wenn jemand nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat, niemand diese Daten weitergeben darf. Und das, was dann beim Haushalt erhoben wird, das wird verschlüsselt weitergegeben und im Übrigen werden die Daten dann auch jedenfalls bei den allermeisten nur einmal jährlich übermittelt. Also diese Horrorvorstellung, da sitzt jemand und weiß ganz genau, wenn ich abends das Licht ausmache und wie lange ich Fernsehen geguckt habe, das ist eine Horrorvorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hat. Herr Neltner? Ja, mein Name ist Wolfgang Neltner, Chef Landesbetrieb Berlin Energie. Wir sprechen ja heute vor allen Dingen von Innovationen und Wachstum. Insofern mal Frage an Barger ans Podium. Unter dem Aspekt, das letzte Energiekonzept der Bundesregierung hat ja zu Recht betont, das System der Energiewende in seiner Ganzheitlichkeit. Und wir sprechen ja nicht umsonst auch von einer Energiewende. Mitunter hat man aber das Gefühl, wenn ich höre Strommarktgesetz, das muss ein wenig reduzieren auf den Strom. Vielleicht könnten Sie mal ausführen, wie fährt der Zug jetzt weiter in Richtung, was ja heute schon in der Diskussion zum Teil angesprochen worden ist, in Richtung Strom, Wärme und Gas als ganzheitliches Energiesystem. Erste Frage und zweite Frage vielleicht nochmal zu dem, Herr Packer, was Sie eben ausführten. Man wird den Eindruck beim Digitalisierungsgesetz und beim Messstellenbetriebsgesetz nicht los, dass es doch eine sehr starke Betonung in Richtung des Übertragungsnetzbetreibers gibt. Ich komme aus dem Feld der Übertragungsnetzbetreiber, das weiß ich alles sehr gut. Aber ich würde sehr gern sehen, wenn man die Symbiose zwischen Verteilungsnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber ein Stück stärker, sehr explizit sehen würde. Denn Frau Reich hat es ausgeführt, die Masse spielt sich ja ab im Verteilungsnetz. Und diese Symbiose würde ich sehr gern stärker betonen, denn hier brauchen wir keinen Gegensatz, hier brauchen wir ein Miteinander. Und das wäre ganz nett, wenn das vielleicht ein Stückchen stärker von Ihrem Haus betont würde. Herr Bark und dann Frau Reiche. Also was den letzten Teil betrifft, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Ich glaube auch, dass wir das genauso gemacht haben, aber da müssen wir uns dann mal über das Gesetz beugen und schauen, wo Sie Nachpressungsbedarf sehen. Also die Übertragungsnetze sind ja weitestgehend schon digitalisiert und intelligent. Ich glaube, dass wir hauptsächlich bei den Verteilnetzen Nachholbedarf haben und wenn Sie da der Auffassung sind, da sind wir nicht weit genug gegangen, wir sind dafür ein Gespräch sehr offen. Was den ersten Teil Ihrer Frage betrifft, bin ich ausgesprochen dankbar, weil ich habe ja hier geantwortet auf eine Einladung zu einer Podiumsveranstaltung, Strommarkt, EEG 3.0 und Klimagipfel in Paris. Was haben die Sachen miteinander zu tun? Und da ist sicherlich die Anreizregulierungsverordnung ein interessantes Detail, aber es ist eben nur ein Detail. Und Sie haben die eigentlich jetzt wirklich relevanten Fragen aus meiner Sicht angesprochen. Wie hängt denn das alles zusammen? Und wenn Sie mir gestatten, will ich dazu mal drei Sätze sagen. Das übergreifende Ziel in Paris ist, es ein Abkommen zu erzielen, das verhindert, dass die globale
Temperatur um mehr als 2 Grad Celsius steigt, weil wir wissen, dass wir ansonsten in Teilen von diesem Planeten wahrscheinlich Zonen haben werden, wo Menschen nicht mehr leben können. Das ist das übergreifende Ziel. So, und dafür haben wir noch ein CO2-Budget auf dieser Welt von ungefähr 1.000 Gigawatttonnen. 1.000 Gigawatttonnen, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist dieses Budget in ungefähr 25 bis 30 Jahren verbraucht. Und alles, was danach dann noch zusätzlich emittiert wird, geht dann über die 2 Grad Celsius hinaus. Und dann wird die Migration, die wir im Moment erleben, als ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, wenn man sich vorstellt, dass dann sich einige 100 Millionen Menschen in Bewegung setzen, weil sie in Teilen der Erde nicht mehr leben können. So. Jetzt den 1.000 Gigawatttonnen CO2, die wir noch emittieren dürfen, stehen gegenüber 15.000 Gigawatttonnen an Braunkohle, Steinkohle, Öl, Erdgas, von denen wir wissen oder vermuten, dass sie noch im Boden sind. Das heißt, das 2-Grad-Ziel zu erreichen bedeutet, dass wir von den 15.000 Gigawatttonnen CO2 14.000 im Boden lassen. Das ist die simple Mathematik und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, die natürlich ausgesprochen anspruchsvoll ist. Und das geht natürlich nur, wenn wir in Richtung Dekarbonisierung gehen. Das ist das, was der G7-Gipfel völlig richtig beschlossen hat, dass wir uns nämlich bemühen, von dieser hohen Emission von CO2 runterzukommen. Und das geht nur, indem wir diese kohlenstoffhartigen Energieträger zum allergrößten Teil im Boden lassen. Dafür brauchen wir eine Exit-Strategie. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Und da haben Sie völlig recht, dass das natürlich nur geht, wenn wir alle Bereiche betrachten, also den Strombereich, den Wärmebereich, den Mobilitätsbereich und auch den Landwirtschaftsbereich, teile ich. Es geht aber immer in der ersten Priorität um Effizienz, Effizienzsteigerung in allen diesen Bereichen. Zweitens geht es darum, möglichst die Energie, die wir dann nicht einsparen können, durch Effizienz erneuerbar zu produzieren. Da wir aber mit dem Einsatz der Erneuerbaren im Wärmebereich und im Mobilitätsbereich an Grenzen stoßen, wird der Stromsektor der Schlüsselsektor sein. Das heißt, wir werden ein Zusammenwachsen der Sektoren erleben, die restliche Energie, die wir nach Effizienz im Mobilitätssektor und im Wärmebereich brauchen, werden wir vermutlich überwiegend über Strom bereitstellen. Deshalb ist der Stromsektor so zentral. Aber das gibt natürlich nur einen Sinn, wenn wir diesen Stromsektor auch dekarbonisieren. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Oslo, da haben die mir gesagt, wir kaufen 50% der Elektroautos, die Volkswagen produziert. Wieso macht ihr das nicht? Da habe ich gesagt, wenn man 100% erneuerbares Stromsystem, nämlich das haben die Norweger, aufgrund von Wasserkraft hat, dann ist natürlich Strom, also Autofahren mit Strom in der Tat eine Entlastung des Klimas, weil dann ersetze ich fossile Brennstoffe. Wir sind jetzt stolz, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich die 30% Erneuerbare überschreiten, aber wir produzieren immer noch mit 50% aus fossilen Energieträgern Strom. Und in Deutschland ein Elektroauto einzusetzen, führt noch nicht zur CO2-Einsparung, weil nämlich das CO2 nicht aus dem Auspuff kommt, sondern aus den Kraftwerken. So, und das ist nicht weniger als bei einem modernen Diesel, der richtig gemessen worden ist. So. Und deshalb geht das eine nicht ohne das andere. Wir müssen unseren Stromsektor umbauen, weil das der zentrale Sektor sein wird, auch für die anderen Sektoren in Richtung erneuerbare Energien und damit die CO2-Last senken. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen, wo ich unsere Hauptaufgabe sehe, dass wir nämlich zeigen müssen, dass das in einem Industrieland, einem modernen Industrieland mit heute 600 Terawattstunden Stromverbrauch geht, dass Stromversorgung dabei sicher bleibt, also Versorgungssicherheit aufrechterhalten bleibt und das Ganze effizient geht, damit unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze hier nicht das Land verlassen. Das ist die zentrale Herausforderung. Dafür müssen wir die Erneuerbaren jetzt schrittweise immer mehr in den Markt reinbringen und wir müssen den Markt vorbereiten, damit er mit seinen Spielregeln es schafft, wachsende Anteile von Wind- und Sonnenstrom effizient zu integrieren. Das ist aus meiner Sicht die ganze Herausforderung, vor der wir gegenwärtig stehen und gleichzeitig auch der Lösungsansatz. Herr Falk. Ja, tatsächlich, Sektorkopplung ist auch für unseren Verband das entscheidende Stichwort, um zu zeigen, wie denn diese zukünftige Welt, Stichwort eben Titel dieser Veranstaltung, funktionieren kann.
wenn diese hohen Mengen von Windstrom, Solarstrom zu verarbeiten sind. Und da kann es auch mal einen Blick in den Norden richten, wenn man dort natürlich einerseits sieht die vielen Windkraftanlagen, aber zum Zweiten auch die ganz hohe Elektromobilitätsdichte. Das sind die Kreise in Schleswig-Holstein, wo die meisten E-Autos fahren, weil die ganzen Windmüller inzwischen auch gemerkt haben, es macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch in der logischen Folge ihrer bisherigen und sozusagen lebenslangen Bemühungen um Energiewende richtig. Und die investieren übrigens auch in die Digitalisierung der Netze und schaffen insoweit auch Mehrwerte wiederum für die Anwohner. Das ist der Windbereich, der entsprechend sozusagen in diesen Verkehrsbereich hinein sich bewegt. Aber wir wissen natürlich auch alle, wie wichtig für die CO2-Bilanz der Wärmesektor ist, dass wir uns da mehr Initiative noch erhoffen. Jetzt in den nächsten Monaten ist ganz klar von der Regierung, aber es gibt ja auch schon Antworten. Power to Heat war schon genannt worden. Ist eine völlig banale Technik eigentlich, das ist der Wasserkocher, nur halt im großen Maßstab. Und das ist zu bewältigen, aber auch mit der Bioenergie, die genau diese Möglichkeit hat, sowohl Strom zu produzieren, wie auch Wärme zu produzieren in der KWK. Apropos KWK, haben wir wenig darüber gesprochen, das KWK-Gegensatz müsste auch stärker Akzente setzen für Klimaschutz in dieser Technologie. Und dann haben wir da wirklich auch hohe Effizienzgewinne. Und das letzte Stichwort eben Verkehrsbereich, da ist nicht nur die Elektromobilität in den Blick zu nehmen, auch dort wieder kommen durchaus die Bioenergie, das Biogas sehr gut zum Zuge als Antrieb, als Treibstoff, die Biokraftstoffe nicht zu vergessen, die ja inzwischen auch gerade in Deutschland und Europa mit sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien nur verwendet werden können. Also auch das ist nicht mehr des Teufels, aber in dieser Sektorenkopplung und dieser Technologievielfalt, in die wir ja jetzt 20 Jahre mit guten Gründen investiert haben, können wir dieses bewältigen und entsprechend auch volkswirtschaftlich meines Erachtens ziemlich günstig diesen weiteren Zukunftsweg beschreiten. Aber der Eingang ist natürlich der Strombereich und insoweit sollte man dort auch diese Initiative des Strommarktgesetzes nicht zu gering achten. Flexibilisierung und dann entsprechende Geschäftsmodelle, Dynamisierung von Preisentgelten, da war mir vorhin ein bisschen zu viel die Rede davon, man hat so irgendwie Kosten und dann werden die reingeschmissen in so einen Trichter und am Ende kommen Preise raus. Wir müssen eigentlich in dieser Zwischenlage im Vertrieb auch viel mehr Freiräume schaffen, Dynamisierung von EEG-Umlage, aber auch Netzentgelte, die stärker im Ampelsystem folgen können, wenn eben Engpässe entstehen im Netz, dass dort auch entsprechend Preissignale vermittelt werden. Also diese Preisgestaltung wirklich als Chance sehen, auch in Richtung eben der Kunden, die entsprechende lastabhängige Tarife nutzen können. Das ist die entscheidende Weichenstellung der Zukunft. Da wünschen wir uns noch mehr und dann wird auch diese Energiewende zu bewältigen sein. Frau Heiche. Also Systembetrachtung, finde ich, ist ein wichtiges Stichwort, wenn man sich anguckt, wo die Große Koalition 1 mal begonnen hat mit Beschlüssen von Meseberg. Da waren ja tatsächlich alle Sektoren umfasst und wir haben, also will ich es nochmal aufzählen, sozusagen zur Erinnerung, was da mal drin stand. Natürlich war der Strom adressiert, wir haben über den Wärmemarkt gesprochen, wir haben über Gebäude gesprochen und Effizienz, wir haben über Mobilität gesprochen und Forschung und Entwicklung. Mein Gefühl und auch das, was wir heute diskutiert haben, das, was im Kabinett liegt, fokussiert und adressiert ganz, ganz stark den Strommarkt. Natürlich gilt es hier umzubauen, zu verändern, aber die Frage ist immer, zu welchen Kosten und in welcher Geschwindigkeit. Zweitens aus dem Blick geraten ist der Wärmebereich. Und hier sind mit Wärmenetzen, Fernwärmenetzen, intelligente Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung auch in großen Städten Effizienzpotenziale zu heben. Man muss sich ja schon freuen über den Krach der Koalition vor dem Sommer, dass überhaupt KWK wieder ins Spiel kam und wir uns Gedanken gemacht haben, wie geht es dort eigentlich weiter und welche Rolle spielen Wärmenetze in Städten bei der Energiewende. Und Herr Barke, dann bin ich ganz bei Ihnen. Im Bereich Wärme müssen wir definitiv noch mehr tun, auch für die Zukunft. Wir haben mittlerweile halt kein, wie ich finde, ganzheitliches System, sondern recht ausgefranst an allen Seiten und
ja, wenn es politisch gelänge, das ein Stück zusammenzuführen, wäre es sicherlich gut. Der Blick nach Europa zeigt, dass das wirksamste Instrument, der ETS, auch sozusagen da niederliegt. Da bemühen sich ja auch BDW und wir gleichermaßen um Reformen. Das wurde jetzt nochmal zurückgestellt von Paris. Aber wenn alle hier in dem Raum so die Marktwirtschaft betont haben, möchte ich nochmal sagen, dass im Prinzip der ETS ja das marktwirtschaftliche Instrument schlechthin ist, um CO2 einen Preis zu geben. Also sollte man sich in Europa dafür stark machen, diesen ETS wieder zum Leben zu erwecken. Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, total irdisch, ja, aber hat doch irgendwas mit Wachstum und Zukunft zu tun, Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Möchte hier gerne zugeben, dass zwischen dem, was mal als Entwurf da war und das, was jetzt im Kabinett verabschiedet worden ist, ein Qualitätssprung zu verzeichnen ist. Das ist zum einen, dass sozusagen auch die informatorische Entflechtung weggefallen ist und dass die Verteilnetzbetreiber jetzt auch in die Rolle dieses grundzuständigen Messstellenbetreibers gekommen sind. Auch, dass man davon Abstand genommen hat, zwei Verträge abzuschließen. Soweit, so gut. Sie haben angesprochen, dass Sie sich Gedanken machen über die Rolle von Verteilnetzbetreibern und UNBs und wo gehen eigentlich die Daten hin. Und hier, Herr Barke, doch wirklich nochmal meine dringende Bitte, darauf aufzupassen, wohin die Daten am Ende des Tages wandern. Wenn es stimmt, dass man sagt, ihr müsst euch zukünftige Geschäftsmodelle überlegen, ihr müsst individualisierte Angebote machen, dann müssen VNBs und UNBs A, gleichzeitig und vor allem auch auf denselben Datenbestand und Datensatz zugreifen können. Und hier habe ich Zweifel, ob entweder das Haus oder später die Parlamentarier in dem Wunsch, dies zu tun, das Gesetz am Ende wirklich so aussieht. Hier haben wir große Bauchschmerzen und fürchten eher, ich gebrauche mal das hässliche Wort, dass wir eher einen Datenstaubsauger haben Richtung UNBs und hier wünschen wir uns ein Level Playing Field auch für die Zukunft. Herr Barke hatte dazu ja vorhin schon einen Satz gesagt. Wollen Sie das noch ergänzen? Oder, nee. Vielleicht noch eine Nachfrage, einen Schritt zurück. Wir können uns vielleicht noch 3 Minuten Zeit nehmen. Sie hatten vorhin noch mal betont, Herr Barke, wie wichtig es eben ist, also sich nicht nur auf die Stromerzeugung zu konzentrieren, sondern den Wärmesektor eben auch mit einzubeziehen. Das wird ja auch niemand bestreiten. Vielleicht können Sie noch mal deutlich machen, wie über den NAPE, also Ihre entsprechenden Pläne, da konkret auch was umgesetzt wird und mit welchen Maßnahmen man da noch rechnen kann und wie die auch mit Geld unterfüttert sind. Ob es vielleicht auch mit der steuerlichen Förderung der energetischen Sanierung noch mal irgendwann was wird, um einen so ein Reizthema aus diesem NAPE noch mal zu nennen. Ich fange mal mit dem Letzten an, weil mich das immer am meisten ärgert, weil jedes Mal, wenn jemand sagt, steuerliche Förderung kommt vielleicht, legen alle den Handwerkshammer zur Seite und sagen, ja, dann wollen wir mal warten. Vielleicht kommt sie ja noch und bis dahin saniere ich mein Haus nicht. Wir sollten diesen Unsinn sein lassen. Ja, wir haben das versucht in einem kurzen und schmerzlosen Diskussionsprozess und das Ganze, wissen Sie, ist daran gescheitert, dass 15 Bundesländer gesagt haben, das machen wir nur bei entsprechender finanzieller Kompensation und ein Bundesland, das gleichzeitig auch in der Bundesregierung als CSU vertreten ist, gesagt haben, wir wollen die steuerliche Förderung, aber ohne Kompensation. Und damit war das Thema gestorben. Und solange jetzt keiner einen Vorschlag hat, wie er diesen Deadlock auflöst, lassen Sie uns bitte über steuerliche Förderung nicht mehr reden, sonst erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir wollen. Dass nämlich Leute ihre Häuser sanieren. So, wir haben ein umfangreiches Programm mit dem NAPE beschlossen. Wahrscheinlich das Größte, das wir im Bereich Energieeffizienz jemals hatten hier in diesem Land und sind jetzt dabei, das schrittweise umzusetzen. Und es beruht in der Tat jetzt nicht auf Ordnungsrecht. Wir sagen nicht, dieser und jener Standard ist bis dahin einzuhalten, sondern wir haben einmal gesagt, wir wollen finanziell fördern. Wir haben die Fördermittel entsprechend drastisch erhöht. Zweitens haben wir gesagt, wir wollen zum Beispiel Effizienznetzwerke bei den Unternehmen machen. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz, wo nämlich jetzt sich lokale Unternehmen zusammenschließen und gegenseitig sich austauschen, wie können wir die Energieeffizienz in unseren Unternehmen steigern. Da haben wir ein breites Bündnis mit vielen Verbänden aus der Wirtschaft gemacht. Das läuft aus meiner Sicht richtig gut an. Ist nicht so sensationell, wie irgendjemand muss einen Standard irgendwann erfüllen. Darüber schreibt man auch viel lieber, als über diese positiven Beispiele, wo Kreise sich zusammensetzen und sich gegenseitig anstacheln und die Dinge voranzubringen. Also aus meiner Sicht ist der NAPE richtig gut ins Laufen gekommen in seinen unterschiedlichen Teilen. Wir stehen jetzt wieder vor großen
weiteren Schritten wie der Gebäudestrategie. Die wird voraussichtlich in den nächsten Wochen ins Kabinett gehen, sind da gegenwärtig in der Abstimmung. Und da geht es darum, dass wir eine Gebäudestrategie entwerfen für die nächsten Jahrzehnte, weil am Ende muss ja, wenn das alles funktioniert, so wie wir das vorhin, Herr Neltner und ich, diskutiert haben, muss ja ein CO2-neutraler Gebäudebestand stehen. Dafür haben wir ein paar Jahrzehnte Zeit, aber gerade im Gebäudebereich reden wir ja wie über langfristige Investitionen. Also sind wir gut beraten, das jetzt so aufzusetzen, dass das schrittweise passiert, weil niemand saniert in der Regel ein Gebäude allein aus energetischen Gründen, sondern es wird saniert, weil es modernisiert werden soll, da soll neue Fassade gemacht werden, da soll vielleicht neue Einrichtungen rein, und wir müssen dafür sorgen, dass im Zuge von solchen Arbeiten dann auch ein entsprechender Standard tatsächlich erreicht wird, nicht nur auf dem Papier, der uns dann diesem Ziel CO2-neutraler Gebäudebestand schrittweise näher bringt. Also da ist eine breite, manchmal etwas unspektakuläre Palette von Maßnahmen, die wir gegenwärtig umsetzen. Und am Ende wird, da mache ich mir keine Illusionen, natürlich immer noch auch im Wärmebereich ein Energiebedarf da sein, der dann, wenn wir tatsächlich CO2-frei werden wollen, mit irgendeinem Energieträger erfüllt werden muss. Und da ich glaube, Biomasse und andere Dinge einfach begrenzt sind, ich sage ja nicht nein, ich sage nur, wir werden das nicht so machen können, dass wir die Biomasse, die wir haben als Potenzial, einmal uns schön rechnen im Stromsektor und dann im Wärmesektor und dann nochmal im Mobilitätssektor. Die kann man eben nur einmal verwenden. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir an dieser Stelle die Sektorkopplung bekommen. Und das wird am Ende der Tage darauf hinauslaufen, dass wir wahrscheinlich schrittweise immer mehr Strom auch im Mobilitätssektor und im Wärmesektor einsetzen werden. Aber immer erst die Effizienz und dann die erneuerbaren Energien, und zunehmend werden das Stromenergien sein. Schöne Zusammenfassung. Vielen Dank, Herr Barke. Das war jetzt Energiewende konkret. Also was ist in Arbeit? Wir haben einige Ecken ausgeleuchtet und wir haben auch festgestellt, dass es kompliziert ist und auch nicht unumstritten. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Vielleicht haben Sie auch noch etwas gelernt und ein bisschen mitgenommen aus der Veranstaltung. Und das Schlusswort hat jetzt Karl Hohlmeier, Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft und Energie der CSU-Landesgruppe. Nein, Herr Bareis will mich gerade korrigieren, das scheint nicht so zu sein. Ja, lieber Herr Stratmann, die CSU fällt heute leider aus. Okay. Nicht aufgrund der CSU, sondern aufgrund von Lufthansa. Der Kollege Hohlmeier musste leider am Münchner Flughafen wieder umkehren, weil die Lufthansa, glaube ich, auch von München aus heute streikt. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich die Ehre habe, das Schlusswort zu sprechen. Ich möchte mich an dem Dank anschließen von Herrn Stratmann. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei Ihnen allen dafür, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Ich muss gestehen, dass bei vielen Punkten, die heute diskutiert worden sind, viele Punkte waren, wo ich gerne noch einen Punkt mit einbringen hätte dürfen. Aber heute war es mal an dem Punkt, dass dieses Parlament eher etwas ruhiger war, etwas zurückhaltender war. Aber die nächsten Tage und Wochen wird es ja noch mal etwas heftiger und sicherlich auch noch mal intensiver. Insofern wird dann auch das Parlament sich noch mal stärker mit einschalten. Es waren heute auch viele Kolleginnen und Kollegen mit dabei, was für diese Runde hier, sage ich mal, auch noch mal außergewöhnlich war, dass so viele heute dabei waren, trotz des Montagnachmittags. Insofern zeigt es auch das große Interesse auch des Parlaments. Und ich glaube, auch viele Punkte, die Sie heute mit eingebracht haben, werden dann auch in die Gesetzgebung in den nächsten Wochen eingehen. Herr Barke hat es ja vorhin trefflich beschrieben. Es ist ja nur ein Gesetzentwurf oder Gesetzesentwürfe liegen auf dem Tisch. Das heißt, das Parlament hat noch in den nächsten Wochen dann auch noch mal die Aufgabe mit zu gestalten und gemeinsam in dieser großen Koalition das eine oder andere noch mal vielleicht sogar zum Besseren noch mal zu drehen. Insofern sind wir auf alle Fälle weiterhin in dem Prozess mit dabei. Und ich glaube, dass es ja deutlich geworden ist, dass wir wirklich vor großen Weichenstellungen stehen. Und diese Weichenstellungen werden dann auch die Energiewirtschaft in den nächsten, vielleicht sogar im nächsten Jahrzehnt auch mitgestalten. Insofern gilt es, glaube ich, auch hier sauber und ordentlich zu arbeiten. In diesem Sinne vielen Dank Ihnen allen, aber auch vor allen Dingen dem Podium für das Diskutieren, vor allen Dingen auch Herrn Stratmann für die exzellente Moderation. Ihnen nochmal ein großes Dankeschön, auch Herrn Wacker, der noch bis zum Schluss geblieben ist. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein Applaus wert. In diesem Sinne, Ihnen allen nochmal danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend in Berlin und dann natürlich noch eine gute Arbeitswoche. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen hier in diesem Format. Vielen Dank.